Totzi, der vegane Vitaldrink. Prickelnd frisch den ganzen Tag. Ja, da sitzen wir bereits hier und wünschen allen einen schönen Vormittag hier auf der Terrasse des Hotel Post. Wie immer in St. Anton am Arlberg, wenn der Arlberg Giro quasi seine Domizile aufschlägt vom Studio her. Martin Exter, mein Kollege wie jedes Jahr, du bist parat, hä? Wir sind alle parat. An dem Tag, an dem eigentlich der Arlberg Giro 2020 stattgefunden hätte, fehlen uns zwar 1488 Teilnehmer, 12 haben wir, aber wir sind alle da und wir sind bereit für den Arlberg Giro, für die Arlberg Giro Challenge. Da sehen wir jetzt, glaube ich, Live-Bilder sogar, die eingeblendet werden. Das ist nämlich oben direkt bei der Bieler Höhe. Also da sind Sie bereits quasi live, wo wir sehen, wir sind heute in aller Herrgottsfrühe, nämlich um wann gestartet? Wir sind um 6.20 Uhr heute gestartet, einfach deshalb, um die 12 Athleten, über die wir uns natürlich noch länger unterhalten werden, rechtzeitig auf die Strecke zu schicken, damit wir schöne Bilder bekommen, damit wir über die letzten 10 Jahre oder sagen wir 9 Ausgaben des Arlberg Giro sprechen können und dazu noch Bilder von dieser wunderbaren Strecke haben. Und wir werden einfach die nächsten 2 Stunden über dieses Rennen, über die Teilnehmer, über all die Menschen, die uns helfen bei diesem Rennen, sprechen und 2 schöne Stunden sozusagen in den Bergen rund um Tirol und Vorarlberg erleben. Das hast du wunderschön gesagt. Ja, einer, der bei uns im Studio sitzt und jetzt das Mikrofon nimmt, nachdem er hier genüsslich gefrühstückt hat, die letzten 20 Minuten ist Thomas Kofler, den wir hier begrüßen. Martin, der ist auch ständig an unserer Seite. Ja, zum Glück. Wir brauchen Menschen, wie wir schon gesagt haben, die nicht nur bereit sind zu helfen, sondern die auch wissen, was sie tun. Und einer davon ist der Thomas Kofler, der uns seit Beginn dieses Arlberg Giro unterstützt. Hauptsächlich natürlich für die Organisation unseres Radkriteriums, das ja immer am Abend vor dem Arlberg Giro hier in der Fußgängerzone in St. Anton stattfindet. Dafür haben wir mal die Gelegenheit, dir und deinem ganzen Team einmal Danke sagen. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Freut uns sehr, dass du mit uns sozusagen durch die Sendung gehst. Ja, danke Martin für deine Worte und auch deinen Dank. Es ist natürlich
Ja, im Endeffekt seit 10 Jahren eine tolle Geschichte mit St. Anton am Adelberg, mit euch die Kooperation. Und aber eben das Kriterium da, wo du vorher angesprochen hast, das ist für uns so mittlerweile schon eine Herzensangelegenheit, weil ja, durch die schmalen Gassen da in St. Anton zu flitzen, das taugt nicht nur den Sportlern, das taugt mittlerweile auch unsere ganzen Betreuerteams. Und ja, wir kommen unheimlich gerne nach St. Anton. Ja, es ist ja auch so, dass du nicht nur am Tag des Kriteriums sozusagen da im vollen Einsatz bist, sondern dein Team und du, ihr helft uns ja auch am Tag vorher schon, das alles aufzubauen, weil es bedeutet ja einen großen Aufwand, so ein Kriterium herzurichten, vor allem mit der Absperrung. Und da ist dein ganzes Team auch mit dabei. Aber deine Hauptaufgabe ist ja, die Athletinnen und die Athleten für dieses Kriterium zu engagieren. Wann fängst du damit an und wie läuft sowas? Gut, ich bin ja schon seit 22 Jahren in dem Radbusiness unterwegs und man hat immer wieder Kontakt natürlich zu den Sportlern und spricht sie bei den Rennen dann direkt auch an, wo man sie wieder trifft und sagt, du kommst nach St. Anton, das uns freuen mit deiner Mannschaft. Und unser Ziel ist immer, dass wir Mannschaften herbekommen mit 3 bis 4 Fahrern. Und ja, ich denke mal, wir fangen meistens so im Februar, März an und haben da jedes Jahr dann halt 30 bis 40 Herren und 20 bis 30 Damen am Start. Ja, wir sehen übrigens hier gerade das Hinterteil des Tommy Rohrecker, ja. Österreich-Rundfahrtsieger 2008. Er begleitet heute neben 10 anderen, unter anderem seine Anna Lang, die Freundin, die ihr mittlerweile prädestiniert ist für den Radsport. Glocknerkönigin heuer schon geworden. Also eine Riesenleistung von der Anna. Da ist sie unter anderem unterwegs gewesen, hat heuer schon etliche tolle Berge absolvieren können. Martin, insgesamt sind 11 Sportlerinnen und Sportler heute bei uns hier mit dabei, die eine gemütliche Ausflugsfahrt mit uns beim Albert Giro machen. Ja, tatsächlich sind sogar 12. Mhm. Also der Thomas Rohrecker und die Anna Lang. Der Thomas hat sich da sehr gern bereit erklärt, zu uns nach St. Anton zu kommen. Er ist ja mit der Anna auch den Giro selbst schon gefahren. Wir haben dabei die Anna Bachmann, ganz eine großartige Athletin, Race Across Austria Siegerin. Eine Machina, eine Maschine. Eine Maschine, so ist es. Und vor allem in ihrem zweiten Betätigungsfeld, dem Ultracycling, die österreichische Meisterin. Also der macht diese Strecke nicht wirklich was aus. Na, die Anna ist quasi im Trainingsmodus. Sie wird nämlich ab 10. August das Race Around Austria wieder bestreiten. Von unserem Kollegen Moderator, unsere Galionsfigur in Sachen Radsport, wenn es um die Rennen geht, der Michael Nussbaum organisierte das Ganze und das ab dem 10. August. Da werden wir auch mit dem Team Fallberger noch reden. Die werden da auch dabei sein, also die Anna und auch Marco Jordan, euer Mitarbeiter vom Tourismusverband. Ja, das ist ja ganz spannend. Der Marco ist ja als Eventmanager des Tourismusverbandes eigentlich dafür verantwortlich, dass der Alpberg Giro unfallfrei, sicher und gut organisiert über die Bühne geht. Und das hat er bis jetzt immer perfekt hingebracht mit unseren Kolleginnen natürlich, mit der Franzi und auch mit der Sandra. Aber heuer hat er zum ersten Mal die Gelegenheit, er ist ja selbst ein großartiger Radfahrer, diese Strecke einmal abzufahren, ist bei diesem Team dabei und wird auch im heurigen Jahr das Race Across Austria unter die Räder nehmen. Schön. Also, wen haben wir noch mit dabei, Martin? Ja, der nächste ist der Mann, der im Amateurradsport derzeit das Maß aller Dinge ist, der den Ton angibt. Matthias Nothecker, ja. Auch eine Maschine. Ja, das kann man schon sagen. Er hat ja den Arlberg Giro im vergangenen Jahr gewonnen, hat den Ötztaler Radmarathon gewonnen. Heuer 2 Rennen bestritten schon und 2 Rennen gewonnen. Also er hat unter anderem auf dem Pfänder hinauf in Bregenz und dann die Reiterkugel-Challenge hat er auch gewonnen. Und da fährt der Organisator heute mit. Ja, wenn wir von der Reiterkugel-Challenge sprechen, dann sprechen wir natürlich von Peter Gschwendtner. Nicht nur Organisator dieser Reiterkugel-Challenge, sondern treibende Kraft des Grand Fondo-Teams und ein Fan von St. Anton am Arlberg, ein Fan des Arlberg Giros. Und wir sind sehr froh, dass auch er heute dabei ist. Ganz kurz vielleicht der Hinweis an alle, wenn ihr uns schreiben möchtet, wenn ihr selber mitgefahren seid beim Arlberg Giro, tut das bei uns einfach auf der Facebook-Social-Media-Seite von K19. Da sind wir nämlich auch drauf und da könnt ihr uns einfach schreiben und da wollen wir natürlich gerne Grüße weitergeben. Wer ist noch unter anderem? Ja, dann gehen wir mal zum Radteam Vorarlberg, Centic. Da ist der Daniel Federspiel dabei, ein ganz großartiger Mann, mit dem haben wir gestern am Abend schon einen riesen Spaß gehabt. Er war 2-mal Weltmeister und mehrfacher Europameister
als Eliminator und ist jetzt bei euch im Team, Thomas, einer, der euch, euer Team sicher verstärkt. Absolut, also auch charakterlich und wir haben es natürlich immer lustig mit dem Daniel und das haben wir gestern Abend, wie du selber gesagt hast, haben wir schon ganz nette Konversationen schon geführt und der Daniel ist einfach ein, hat schon andere Radmarathons auch gewonnen, ich glaube Martin, wie du selber gesagt hast, drei Länder-Giro und der Daniel ist natürlich jetzt schon gegen Ende der Karriere, was der Straßenradsport, aber eben im Radmarathon-Bereich hat er natürlich noch viele Jahre vor sich. Ja, dann gehen wir weiter in unserem Teilnehmerfeld. Wir kommen zum KTM Cycling Team Tirol. KTM Team Tirol. Und wir haben ja mit dem Vorarlberger und dem Tiroler Team eine unglaublich gute Kooperation, Partnerschaft, die uns auch ihre Athleten immer herschicken. Und heuer haben sie uns zu dieser Challenge den Leslie Lührs geschickt. Ein junger deutscher Athlet, deutscher Juniorenmeister. Und wir haben jetzt an den ersten Einspielungen, die wir da testweise gesehen haben, der hat sich die Biller Höhe vorgenommen, um einmal Intervalltraining zu machen. Das hat man genau gesehen. Können wir, glaube ich, sogar dann noch ansehen. Ja. Vielleicht ein Wort zum Cycling-Team Tirol. U23-Mannschaft, reine U23-Mannschaft, haben ja unter anderem letztes Jahr mit Georg Zimmermann einen Athleten dann zu den Top-Teams bereits vermitteln können. Das heißt, dieses Team nimmt sich ja oder heftet sich auf die Fahnen und zwar sehr erfolgreich, dass sie junge Athleten aufbauen für die World Tour. Korrekt, oder? Korrekt. Ja, korrekt, völlig korrekt. Martin? Dann begrüßen wir heute eine ganz großartige Athletin, kommt zwar nicht aus dem Radsport, sie hat ihre Meriten verdient Ende der 90er Jahre, Olympische Spiele Nagano 1998 auf dem Snowboard, war auch bei Weltmeisterschaften sowohl im Parallelslalom, Parallel-Riesentorlauf als auch im Bordercross eine der ganz, ganz Großen und das ist die Gitti Köck, die ist relativ viel auf dem Rad unterwegs. Vor kurzem haben wir sie gesehen, mit den Carbon-Rittern rund um Tirol herumzufahren. Und auch sie hat sich bereit erklärt, da heute dabei zu sein. Freuen wir uns sehr. Dann begrüßen wir noch den Walter Weinseisen, ebenfalls ein großartiger Athlet vom Team Gran Fondo. Wir haben den Markus Winkler dabei, eines lokalen Radteams, das Peto-Radteam, das uns auch immer sehr unterstützt. Und dann noch einen Mann aus St. Anton am Arlberg, den Goal Andy, Freestyler und Leute, die sich gerne mit Skiern in der Luft bewegen, die kennen den Andreas Goal als Olympiateilnehmer in der Halfpipe und noch dazu natürlich in vielen anderen Sportarten ganz großartig. Er hat bei uns in St. Anton eine neue Trampolinhalle, auch für Teams zum Trainieren mit 13 Wettkampftrampolinen, den Arlpark installiert. Ja, und das ist jetzt eben dieses grandiose Team, das heute für uns unterwegs ist. Und wir sind ganz stolz, dass wir solche Top-Athleten bei uns haben. Wir werden heute auch noch unseren Kollegen Eventmanager Peter Mall zu uns hereinschalten können via Skype. Er befindet sich derzeit am Ossiacher See und den wollen wir natürlich hier natürlich zu uns hereinschalten. Der gehört zu unserem Team, das etwas später. Wir würden oder jetzt einmal zurückblicken. Heute ist 6.20 Uhr war es ganz genau, da war der Start. Und wir haben für heute zu uns engagiert den Mann, den wir bereits kennen, nämlich vom Start beim Weißen Rausch oben und der unter anderem auch beim Wadelbeißer dann im Einsatz sein wird. Das ist der Markus Ehrensberger. Und er ist für uns der fliegende Reporter quasi, der für uns immer auf der Strecke ist. Heute hat er früh aufstehen müssen, er ist der Lehrer, das heißt, die schlafen normalerweise jetzt 7-8 Wochen aus. Heute hat er aufstehen müssen um 5 Uhr und um 6 Uhr ist er parat gestanden und hat dann natürlich noch den einen oder die andere vor das Mikrofon geholt. Das schauen wir uns jetzt an. Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen hier aus St. Anton am Arlberg zur Arlberg Giro Challenge 2020. Normalerweise stehen hier im Ortszentrum von St. Anton hunderte Radfahrer. Heuer etwas anders bei der Challenge. Wir haben 12 Athleten mit dabei. Eine sehr, sehr illustre Runde, wie man hier sieht. Da haben wir zum Beispiel Matthias Nodecker mit dabei, der letztjährige Sieger, zweifacher Ötzi-Sieger. Dann haben wir Daniel Federspiel dabei, Tommy Reuker und viele, viele mehr. Drei Damen werden auch mit dabei sein und werden über die Originalstrecke über 150 Kilometer und 2500 Höhenmeter heute diese Runde fahren und eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und jetzt schauen wir gleich mal, der letztjährige Sieger, Matthias. Es ist noch früh, gell? 6.30 Uhr ist der Start. Wie geht's? Beine aufgewärmt? Ja, noch nicht aufgewärmt. Werden wir jetzt am Adelbergpass mit einem höheren Tempo gleich aufwärmen, dass die Freude in der Runde steigt und dann wird das schon passen. Ja, die Laune ist gut. Schauen wir mal rüber zum Tommy Reuker. Tommy, Ex-Radprofi
und heute mit dabei. Ich glaube, wenn man da so wenn man links und rechts blickt, also das wird keine gemütliche Sonntagsfahrt werden. Naja, schauen wir mal, wir haben ja doch ein paar Amateurfahrer auch mit dabei. Nein, wir werden das halt ganz gemütlich angehen. Wir fahren ein bisschen den Regenwolken davon, aber es soll ein schöner Tag werden. Wir wollen einen Haufen Spaß haben und das ist das Wichtigste. Aber Regenwolken, dein Federspiel gestern aufgegessen? Ja, und sogar alles aufgetrunken. Ja. Also wird es heute nicht mehr regnen? Nein. Schönstes Wetter heute. Schönstes Wetter. Schau noch ganz kurz zu Anna Langmann, auch eine Dame mit dabei. Da mit den Herren kein Problem mitzuhalten, oder? Mann, wir machen da das gemütliche Schlusslicht, kein Problem. Kein Problem. Ja, dann freuen wir uns auf eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und wir freuen uns in Kürze, der Start hier bei uns zur Alberg Giro Challenge 2020. Soweit Markus Ernstberger, ja, er war schon gut drauf. Wir haben es gehört, der Daniel Federspiel hat gesagt, er hat nicht nur aufgegessen, sondern auch ausgetrunken. Also habt ihr eine Teambesprechung gehabt gestern Abend, oder wie? Ja, wir haben eine ziemlich intensive Teambesprechung führen müssen, wegen der Taktik heute, ja, natürlich. Martin, wir haben dann auch Bilder gedreht, da sehen wir sie, das ist beim Start, da ist dann hinausgegangen und hinauf. Schon schön hell um 20 nach 6 und dann sind wir ganz bewusst, so wie beim Giro immer, nach Osten weggefahren, durch den ganzen Ort hinaus und dann auf der Umfahrungsstraße in Richtung Arlbergpass. Diese ersten 2 Kilometer sind dann nicht so steil, ist ganz gut einmal die Muskeln ein bisschen warm zu machen. Richtig warm wird man dann sicher ab der Steigung. Genau, Thomas, du bist ja da auch schon mitgefahren, aber es ist schon für viele Teilnehmer, die auch sich, es gibt ja viele, die sich das ganze Jahr so vorbereiten auf den Arlberg Giro, da geht es dann schon gleich volle Kanne rauf. Arlberg passt, es ist dann schon ein guten Morgenhäppchen. Ja, ich meine, man kann so und so sehen, dann hat man eine Hürde hinter sich schon, aber eben gleich zum Frühstück, viele fragen dann schon uns dann, was soll ich frühstücken, oder was? Dann sagen wir halt oft, ja, nicht so viel, weil, wie gesagt, Arlberg, da geht wirklich nach 3-4 Kilometer geht's gleich einmal richtig in die Steigung rein und das ist ja das Spannende und fast das Einzigartige für Arlberg-Giro. Martin, die Bilder. Ha? Genau da oben wohne ich, hinten da in dem Wald. Da laden wir alle also, ein, ja, zum verlängerten Frühstück. Ich wollte gerade sagen, zuerst kurz vorm Start sagen sie dann, wir machen das ganz gemütlich, aber dann auf den ersten Metern merkst du gleich, das sind einfach Sportler, die können nicht ganz gemütlich und ziehen dann weg. Natürlich passen sie auf alle auf, dass die Gruppe ein bisschen zusammenbleibt, aber das ist halt ein Sportlerherz, das kann nicht einfach gemütlich wegfahren, wenn es darum geht, eine schöne Strecke zu bewältigen. Ja, wir begrüßen den Danny Elsenson-Noé, der uns begleitet hat bei Österreich Dreht am Rad, unter anderem Sophie Marie Hochhauser, unsere Moderatorin, auch schon früh auf heute. Und das war so der erste Anstieg ganz in der Früh und da sind wir dann bereits heroben, Martin. Auf 1800 Metern Höhe, auf dem Arlbergpass, genau zwischen Tirol und Vorarlberg, gerade hinter dem Pass ist dann die Grenze nach Vorarlberg. Und da sozusagen sind sie jetzt warm oben und ich glaube auch, dass der Markus ja die Leute dann da ganz kurz auch noch einmal vor das Mikrofon geholt hat. Der ist vorgeradelt, der hat ein E-Bike dabei gehabt und ob er dann oben einen getroffen hat und ob es möglicherweise einen Arlberg-Passkönig gegeben hat, ich würde sagen, schauen wir rein, ab zu Markus Ernstberger. Ja, wir sind jetzt hier am Arlbergpass auf 1804 Metern Seehöhe. Die ersten 10 Kilometer und die ersten 500 Höhenmeter sind jetzt geschlagen. Wir sehen da schon, im Hintergrund sehen wir schon das Führungsfahrzeug mit einem Rennleiter Roland Leupold und den Rest. Die kommen jetzt da zu uns rauf. Sie sind noch alle gemeinsam. Da gibt's schon die erste Attacke zu uns hier herauf. Also die ersten Kilometer sind jetzt dann gleich geschlagen. Und jetzt werden wir es dann gleich zu uns hier herholen und einmal fragen, wie es aussieht, wie es die ersten Kilometer waren. Jawohl, Vollgas geht's da. Wir dürfen Sie ganz kurz zu uns herbieten. Der Peter Gschwendtner. Peter, komm mal ganz kurz zu uns her. Der hat da die Führungsarbeit genommen. Peter, wie geht's? Wie schaut's aus? Es war sensationell. Der Matthias hat den Sprint durchzogen. Ich hab mich eh im Kinder. Es war geil. Du hast die Attacke angenommen und hast da gekontert. Und die Gruppe ist noch gemeinsam. Jawohl, da wird abgeklatscht. Die Stimmung ist gut. Also, ihr seid noch gut. Also, da, wir haben euch unten schon gehört. Also, noch nicht außer Puste. Nein, es geht noch. Ich hab jetzt den Peter da den Komm angerissen, dass er den holt. Jetzt haben wir da schon mal 25 Punkte. Wird da heute die Tageswertung schon holen. Wie geht's die Damen? Bei den Damen als Gitti, komm mal du ganz kurz zu uns rüber. Müssen wir die ganz kurz aufhalten? Sind die Herren noch gnädig? Normalerweise am Snowboard unterwegs.
Ja, noch geht's. Ich fühle mich geehrt, dass die mich überhaupt mitnehmen. Okay, also die Stimmung ist super, alles perfekt. Der Arlbergpass ist jetzt geschafft, die ersten Höhenmeter haben sie hinter sich gebracht. Und ja, jetzt geht's weiter und somit wieder zurück zu euch, Martin und Martin. Markus Ehrensberger, der macht da Stimmung. Martin, als wäre es gerade schon fast die Vorentscheidung gewesen. Ja, auch das ist ein Profi, das haben wir ja gemerkt. Er weiß auch, wovon er spricht. Und auch wenn es nur 12 sind, es ist doch eine Veranstaltung, die wir organisiert haben. Und wir möchten, dass sich da jeder wohlfühlt auf der Strecke. Also braucht man auch jemanden, der hinter dem Mikrofon weiß, was er tut. Und jetzt sind wir natürlich dann runtergefahren Richtung Klostertal über die wunderschöne Arlberg. Passstraße, da sind wir jetzt in Stuben und dann geht es Richtung Klösterle und da haben wir dann gesehen auch, die haben wir ja verfolgt während der gesamten Zeit, die sind dann sehr, sehr schnell nach Bludenz rausgefahren, das haben sie in einem Pulk hinter sich gebracht. Ja, ich begrüße Heimo Schnalzger, der uns hier gerade zusieht, auch der Johann Veit, der übrigens selber, glaube ich, schon einmal mitgefahren ist, Mountainbiker. Thomas, bei der Österreich-Rundfahrt sind wir schon umgekehrt gefahren, also von Stuben Richtung St. Anton hier herauf. Du kennst auch diesen Streckenabschnitt sehr gut, ist auch oft Trainingsstrecke von vielen Athleten. Ja, absolut. Also eben gerade das Klostertal bietet sich an, weil es eine lange Anfahrt ist zum Arlberg. Und eben über St. Anton retour Richtung Vorarlberg ist immer wieder eine nette Runde für viele, viele, ja, wo im Endeffekt im Training sind, aber natürlich auch viele Gäste, die wo praktisch dann Vorarlberg, Tirol durchkreuzen und ja. Ist natürlich immer wirklich eine coole Runde. Wieso ist da die Straße nass, Martin? Im Vorarlberg regnet es nie. Ja, ich nehme an, die haben die Straße Tage gewaschen schön. Für die Radfahrer. Ja, das ist ja. Gut. Ja. Ja. Valentin Hödelmoser auch mit dabei, gerade mit dem Postalm-Sprint eine Mega-Veranstaltung auch organisiert. Also es gibt wieder Radrennen, es gibt Veranstaltungen. Der Arlberg Giro, Martin, in diesem Jahr dann doch aber ein bisschen anders. Ja, wir hätten heuer das 10-jährige Jubiläum gehabt, 10 Jahre Arlberg Giro und auch das 5. Jahr mit unseren Elementen. Wir haben ja da eigene Sache rundherum kreiert. Das wäre sozusagen, wäre heuer der Sportler das Element gewesen. Das verschieben wir ganz einfach auf das nächste Jahr. Wir freuen uns dann schon, wenn wir dieses Fest gemeinsam, und das kann man nicht mit 12 Leuten machen, da möchten wir schon ein paar mehr haben. Und das werden wir nächstes Jahr machen. Aber die Zeiten sind halt so, wie sie sind und wir machen das Beste draus und damit gibt es nächstes Jahr das Jubiläum 2021. Wir haben vorhin gesehen, da sind die Sportlerinnen und Sportler abgebogen in das Montafon. Jetzt haben wir hier wieder Live-Bilder, die wir zeigen können. Also da sind wir bereits im Paznauntal. Da geht schon wieder retour quasi zu uns nach St. Anton. Wir erwarten Sie ja so gegen Mittag bei uns im Ziel, dass wir sozusagen die ganze Sendung dann schön abschließen können. Und Bad Znauntal ist natürlich genau für das, was wir jetzt sehen, eine perfekte Strecke. Im Pulk fahren, ein bisschen Windschatten fahren, vorne ziehen die Burschen, die da genug Saft haben, an. Und hinten kann man sich ein bisschen im Windschatten verstecken. Martin Hammerschmidt grüßt uns und sagt, tolle Bilder, war vor 2 Jahren mit dabei. Also einer, der gefinisht hat beim Arlberg Giro, der sieht uns zumindest heute hier zu. Ja, wir sind dann übers Montafon hereingefahren und da war der Markus Ehrensberger mit einem kurzen Abstecher in St. Gallenkirch und hat sich, glaube ich, auch noch irgendjemand vors Mikrofon geholt. Zumindest hat er eine kurze Pause eingelegt. Ja, wir sind jetzt hier in Vorarlberg in St. Gallenkirch und jetzt sehen wir da im Hintergrund kommt die Gruppe im Vorausfahrzeug, wie immer unser Rennleiter Roland Leupolder. Und jetzt, da kommen sie immer noch gemeinsam unterwegs. Und vielleicht hat er dann Zeit, dass kurz zu uns kommen. Die sind schnell unterwegs, alle noch gemeinsam. Geht's euch gut? Alles okay? Jawohl, der Daumen ist oben. Jawohl. Alle noch gut drauf. Daniel Federspiel und Thomas Reuger sind da ganz hinten mit dabei. Und jetzt geht's dann den Anstieg hinauf auf die Silhouette. Also jetzt wird's dann knackig, jetzt wird's ernst. Jetzt sind sie noch zusammen und dann schauen wir mal, wie es ausschaut bei der Mautstelle und dann oben auf der Silhouette. Da freuen wir uns dann, der entscheidende Anstieg. Wieder zu euch zurück. Berger, der uns da immer wieder tolle Einstiege liefert, der könnte eigentlich wirklich mit dem E-Bike mitfahren und gleich live aus dem Pulk kommentieren.
Ja, ich weiß nicht, ob denn der Strom reichen würde auf die Runde. Ja? Es ist eine lange Runde. Martin, da sind wir Bilder. Das ist die Anna und der Tommy Rohrecker beim Aufstieg Richtung Billerhöhe. Beim Anstieg, jawohl. Da sind sie einmal gemeinsam raufgefahren. Und der Thomas hat das damals, kann ich mich erinnern, vor 2 Jahren war das beim Giro, beim ersten Giro, den die Anna gefahren ist, hat er gesagt, er wird die Anna jetzt einmal begleiten, professionell begleiten. Und die sind dann beide eigentlich relativ ausgeruht und da glücklich ins Ziel gekommen. Der Herr in Blau, das ist das Arlberg Giro Trikot vom letzten Jahr, das ist der Marco Jordan, unser Eventmanager. Ja, und weil uns Maximilian Kuhn gerade zusieht, der hat uns ja 9 Tage lang begleitet, Thomas, der Max, bei Österreich dreht am Rad, der ist heute in Salzburg. Ja, eben der Danny Noé, Hellensensohn, schaut uns zu und der Max Kuhn auch, das freut mich selber, weil eben der Max, der fährt heute in Salzburg Zeitfahren auf dem Salzburgring und hoffen wir, dass die Burschen noch Pace haben. Die zwei haben auch Pace, Martin. Das ist nämlich der Feder und der Matthias Nottecker, ja. Wie gesagt, erstens kennen sie natürlich die Strecke in- und auswendig, wissen genau, wie sie sich einteilen. Aber ich glaube, heute, wenn es nicht um ein Rennen geht, muss man da nicht wahnsinnig viel einteilen. Die machen sich wirklich einen Spaß aus der ganzen Sache. Und da sind wir wieder live im Paznauntal. Und der Markus Ehrensberger ist dann zur Mautstelle gefahren. Das hat er uns ja vorhin angekündigt. Und da hat er, glaube ich, einen jungen deutschen Meister interviewt. Ich würde sagen, schalte mal ins Montafon und zur Mautstelle, bevor es raufgeht, auf die Billerhöhe. Ja, wir sind jetzt bei der Mautstation, jetzt geht's hinauf, auf die Silvretta. Wir sehen da den ersten Leslie Lührs. Leslie, komm ganz kurz her, unser Jüngster, der 19-Jährige. Wie geht's, wie schaut's aus jetzt, der harteste Anstieg, die Beine noch fit? Ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir, ich schau mal schnell, ich glaube 2,5 Stunden unterwegs. Jetzt haben wir noch 40 Minuten hoch, glaube ich, aber alle fit. Wird auf die Damen auch ein bisschen geachtet? Na logisch. Ja, so soll es sein. Da sind sie, meine Damen und Herren. Jetzt geht's rauf, die 15 Kilometer und ja, knapp 1000 Höhenmeter sind sie. Ja, die Zunge ist schon raus mit deinem Federspiel, aber die schaffen es ganz locker. Jawohl, rauf geht's jetzt da auf die Silhouette, auf die Billerhöhe. Matthias, du kommst ja locker nach. Wie geht's dir? Erzähl kurz. Na, tippitopp. Die Straße war ein bisschen nass. Darum sind wir jetzt alle etwas durchweicht. Aber jetzt wird schon wieder warm berghoch. Habt ihr schon was ausgemacht, wie wir alle gemeinsam raufbekommen? Nein, jetzt hochfährt jeder sein Tempo und die anderen warten ein bisschen. Weil das hat keinen Sinn. Die anderen müssen dann so langsam fahren und die anderen kriegen einen Druck und überpacen sich. Darum fährt jetzt jeder, wie sie sein eigenes Tempo. Ja, du schaust noch relativ fit aus und dann ja, sehen wir uns oben. Ja, ich habe Helferdienste heute. Ich habe nur Helferdienste. Sehr gut, alles Gute, Matthias, vielen Dank. Und wir hören uns dann wieder, wenn wir oben sind auf der Silvretta. Und jetzt wieder zurück zu euch, Martin und Martin. Der ist voll im Element, der Markus. Ja, absolut. Dem gefällt das halt auch. Nur er ist natürlich nicht nass geworden, weil er mit dem Auto mitgefahren ist. Markus macht das großartig. In Kürze wird bei uns im Studio Patrick Hagenaas dann hier an dieser Stelle sitzen. Wir machen dann einen kurzen Switch vom Thomas zum Patrick. So wechseln wir die nächsten 2 Stunden ab. Bei uns gibt es jetzt die Werbung und dann sind wir in etwa 1,5 Minuten wieder zurück. Sie,
der vegane Vitaldrink. Prickelnd frisch den ganzen Tag. Alberg Giro 2020 in einer etwas kleineren, etwas anderen Ausführung als in den letzten Jahren. Wir werden noch Bilder von diesen letzten Jahren sehen. Was wir heute bei uns haben, ist einer der Athleten, die diesen Alberg Giro auch mitgeprägt haben. Und wir begrüßen ganz, ganz herzlich neben uns jetzt auf dem Besucherstuhl Patrick Hagenaas, zweifacher Sieger dieses Alberg Giro. Ein Mann, an den man sich schon deswegen erinnert, weil er ganz besondere Bilder geliefert hat. Denn es ist ein Mann, der mit dem linken Arm sozusagen am Rad festgeschnallt ist und mit dem rechten Arm ganz normal lenkt und uns gezeigt hat, dass das niemals einen großartigen Sportler hindert daran, auch Rennen zu gewinnen. Patrick, servus, schön, dass du bei uns bist. Ja, danke für die Einladung, freut mich besonders. Kurze Hose, wie es gehört. Ja, da ist es ja fein warm bei uns. Ansatzweise, ja. Ja. Würdest du jetzt lieber mitfahren oder sagst du, ja, einmal da ein bisschen im Studio sitzen bei uns? Nein, ich genieße das da zwischen die zwei Martins auf der roten Couch, ist immer was anderes, also genial. Vor allem, das ist ein Privileg. Glaubst du, zwischen uns zu sitzen? Sicher, oder für unser Privileg, dass wir den Patrick haben, so sehe ich das. Das stimmt ja schon. Ja. Patrick, den einen oder anderen Rennereinsatz hast du heuer, glaube ich, gehabt. Viel ist noch nicht gewesen. Nein, viel ist ja nicht. Ich habe bei der Reiterkugel-Challenge gefahren und dann Kitzbühel-Hohenaufe, zwei Bergrennen mit Einzelstartmodus. Ja. Wie kann man da die Motivation hochhalten als Rennfahrer? Ja, sicher immer das Renngehen natürlich, das kommt immer aus und natürlich freut man sich, wenn man da wieder auf dem Start ist. Ja, wir sprechen einmal mit dem Patrick. Ich möchte mal gern in aller Ruhe von einem Rennfahrer wissen, wie fühlt sich das an auf dieser Strecke? Wie fühlt es sich an, wenn man sich vorbereitet auf so ein Rennen? Wie ist für jemanden, der weiß, ich kann das Rennen gewinnen, am Start? Da werden wir mal gemütlich drüber reden. Vielleicht fangen wir mal eben mit dieser Vorbereitung an. Du bereitest dich ja nicht nur auf ein Giro vor, sondern auf eine ganze Radsaison. Wann geht denn das bei euch los? Ja, man macht das eigentlich so wie die Profis, kann man sagen. Also ich fange genauso im November immer an, nachher mit einem detaillierten Training, strukturiertes Training. Und wie gesagt, nach der Saison hat man immer die Pause, so im Oktober, September, wo es halt nach Lust und Laune da ist. Und dann ist es eigentlich schon wieder strukturiert im Winter halt Skitouren gehen. Ja. Und da baut man halt die Grundlage auf. Und die ersten Rennen sind dann wann ungefähr? Ja, das ist dann also Mitte April, sage ich mal. Und ihr seid im März einmal sozusagen raus aus dem Schnee wahrscheinlich irgendwo? Sozusagen auch. Dass man mal dort ja am Rad schon sitzen kann. Ich bin in Gran Canaria. Ja. Das ist schön warm. Ja. Und dann kommst du wieder zurück und dann geht es eh bei uns auch zum Radlfahren. Und da ist man dann top motiviert auf die Saison immer. Ja. Jawohl, und die Hauptsaison ist dann eben die Monate Juni, Juli, wahrscheinlich August bis zum Ötztaler hin. Genau, ja. Ich teile mir das natürlich schon ein, immer wieder Grundlagenblöcke dazwischen. Und meine Highlights sind halt immer, ich fahre immer in Mallorca, da ist ein Rennen, das ist eben Mitte März. Dann das zweite Highlight ist also im Ende Juni. Dann mache ich Grundlage und dann kommt der Alberg Giro, das ist einmal natürlich mein Highlight, und dann der Ötztaler. Jawohl.
Martin, du schaust da auf die Athleten, die da durchs... Einmal auf die Athleten, aber ich bin jetzt fast ein bisschen unkonzentriert gewesen, weil ich gerade mit Carsten Miegels da geschrieben habe. Ja. Der ja auch gestern, so ähnlich wie du, der hat auch noch nicht viel Renneinsätze gehabt, sondern gestern Strade Bianche ist er zum ersten Mal voll im Einsatz gewesen und er schaut sich wahrscheinlich auch hier noch ein paar Bilder von uns an. Der Carsten, wir sind also, das ist die Live-Kamera natürlich, da haben wir den Leslie Lures, der ein bisschen das Kommando übernommen hat, und Daniel Federspiel haben wir auch gesehen, der da locker mitfährt. Ja, wieder zum Patrick zurück. Wir haben jetzt dann normalerweise 6 Uhr oder 7 Uhr Start. Was macht ein Top-Mann wie du, wenn es dann Richtung Start geht, mit dem Bewusstsein, das ist ein Rennen, das ich gewinnen kann? Mit dem Bewusstsein, dass ich das Rennen gewinnen kann, ja. Im Hinterkopf natürlich hast du es immer, wenn du schon mal gewonnen hast, dass du gewinnen kannst da. Aber mittlerweile steht er eigentlich immer sehr locker am Start. Und was mir vor allem da bei Arlberg Giro taugt, durch das, dass es gleich einmal bergauf geht, da wird gleich einmal geteilt, die ganze Menge von 1500 Startern. Und dann gibt es gleich schon die Grüppchen und da ist nicht mehr so der Stress, sage ich mal. Und hat man da seine Konkurrenten von Anfang an irgendwo links und rechts im Blick und schaut, wie reagieren sie? Gibt es da am Anfang schon Angriffe oder geht es dann erst eher am zweiten Teil der Strecke los? Am Anfang eigentlich nicht wirklich. Also ich nehme es nicht so wahr, dass ich da die Konkurrenten sozusagen voll im Auge habe, sondern man natürlich am Arlberg auf, ich gehe schon gescheit zur Sache, aber dann ist es eigentlich eher, was du noch quatscht und so und dann auf die Silvetta auf. Da geht es eigentlich dann wirklich auf die, zur Sache und da musst du schon die Konkurrenten ein bisschen im Auge haben. Jemand, der auf den Gesamtsieg des Arlberg Giro geht, ist das auch jemand, der den King of the Mountain machen möchte? Das ist ja diese Spezialwertung von der Mautstelle in Partenen hinauf auf die Biller Höhe. Oder konzentriert man sich eher aufs ganze Rennen? Also ich konzentriere mich eher aufs ganze Rennen, aber natürlich, wenn du voll im Soft bist oder so, dann kannst du auf den King of Mountain auch gehen. Okay. Aber habe ich eh noch nicht gewonnen, also ich werde mich einmal in den Jahren, folgenden Jahren darauf konzentrieren. Einmal ein Ziel sein. Ja, jetzt hast du zweimal gewonnen, Dritter bist schon geworden, jetzt kannst du ruhig auch noch einmal der Bergkönig machen. Ja. Ja, während wir also hier Bilder sehen, Martin, vielleicht, dass wir das auch noch sagen können, normalerweise, es ist ja nicht jetzt unbedingt ein Radrennen im herkömmlichen Sinn, sondern es gilt die Straßenverkehrsordnung. Die Organisation beim Arlberg Giro ist immer ganz speziell auch auf diese Straßenverkehrsordnung ausgerichtet. Es wird in Blöcken gestartet. All das natürlich wird hochgehalten, neben dem, dass tolle Radfahrer dabei sind. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass man das alles einhält. Ja, solche Rennen laufen ja unter dem Titel Radtouristikausfahrt. Und die Straßenverkehrsordnung ist das allererste, an das man sich halten muss. Und wenn man 1500 Athleten durch ein Tal, wie zum Beispiel das Stanzertal da herauf nach St. Anton oder das Bad Znauntal oder auch durch das Klostertal, dann sind wir als Veranstalter auch mitverantwortlich für das Benehmen der Radfahrer und ich bedanke mich da bei jedem, der während der letzten 10 Jahre sich an die Verkehrsordnung gehalten hat, weil es ist ja der normale Verkehr dann auch noch da und wir müssen schauen, dass wir da kein allzu großes Hindernis werden und über die Jahre hinweg, ich glaube, da kann man der Patrick das bestätigen, die Radfahrer wissen, je mehr sie sich benehmen, desto besser haben wir natürlich die Möglichkeit, diese Rennen auch in Zukunft zu organisieren. Das ist klar, dass sich da jeder an die Straßenverordnungen halten muss und das finde ich gut auch, dass da jeder bewusst das macht. Ja. Ja, wir werden in Kürze jetzt dann versuchen, eine Schaltung an den Ossiacher See. Denn in der Organisation ganz vorne, da ist Peter Mall jedes Jahr mit dabei. Er ist einer quasi der Mitbegründer von uns, von diesem Arlberg Giro, wo wir übrigens im Hintergrund auch die Dressen sehen. Die werden wir dann anschließend mal einblenden können. Werden wir also in Kürze mal zu Peter Mall schalten. Übrigens den Hermann Edler begrüßen wir, aus allerherzlichste Kultmoderatorstimme im Unterland, den kennst du auch gut. Ja, gut, ja. Der Hermann, der hat schon viele Rennen kommentiert in den vielen Jahren und der Josef Mähele grüßt uns auch. Also viele schauen zu und nützen die Gelegenheit, dass da ein bisschen Arlberg Giro Flair ist. Ja, ich habe gehört, mein Kollege aus dem Ötztal vom Tourismusverband, der Oliver Schwarz, ist auch dabei. Ja. Lieber Oliver, freut mich sehr, dass du uns besuchst. Auch einer, der
den Radsport extrem unterstützt in Richtung Ötztaler Radmarathon natürlich. Und ein sehr guter Radfahrer ist. Er auch ist ja mit dem Tommy Rohecker auch immer wieder unterwegs. Also bei den Carbon-Rittern dabei. Ja, genau. Bei den Carbon-Ritter heißt es. Genau. Ja. Die haben ja auch eine richtige Tour da gemacht. Ja, gerade vor kurzem. Bamberg auch hier. In die waren bei uns, die sind vom Tannheimer Tal über den Flexenpass, Alpbergpass gefahren, in St. Anton geblieben und dann sind sie hinaufgefahren nach Safaus-Fislaris. Ja, während wir hier tolles Wetter haben, bei uns angenehme Temperaturen, würde ich sagen, schalten wir mal an den Ossiacher See. Was ich momentan sehe, zwei junge Burschen, deine ein bisschen jünger wie der andere, Peter Mal und Alexander Antonic. Da schau her. Wart ihr schon Radfahren heute früh oder was ist mit euch los, mit euch zwei? Radfahren wollen wir nicht, aber wir haben schon ein bisschen Sport gemacht, sind natürlich topfit und wehmütig denken wir natürlich an den Adelbergkehrer. Ja, auf alle Fälle denkt man wehmütig dran, aber wir wollen nur deswegen nicht Radfahren, weil die Akkus noch nicht aufgeladen sind von den E-Bikes. Ja, genau. Die haben sich noch gar nicht aufgeladen, wahrscheinlich. Woche Martin, Alexander Antonic, auch eine starke Verbindung zu St. Anton. Alexander Antonic ist natürlich ein langjähriger Freund von St. Anton am Arlberg, hat bei uns auch immer Tennis gespielt. Wir haben ja am Anfang der Wintersaison früher immer ein grandioses Tennisturnier gehabt, hat gezeigt, was er drauf hat. Lieber Alex, freut mich sehr, dass ich dich dort unten sehe, Peter und Alex am Ossiacher See. Ich fürchte mich dort unten, da wird es aufgehen. Ja, bei uns geht es jetzt nicht wirklich auf. Man muss sagen, der Peter macht eine Ausbildung bei mir zum Center-Paddler. Er will das dann in St. Anton am Kartellsee einführen. Und er stellt sich gleich geschickt an, muss ich sagen. Bei der Peter, muss ich sagen, er hat ja ähnlich ein bisschen mir da vom Bart her, Peter, die Farbe ist ja passend bei dir. Also das Weiße, das glänzt, das ist ein Traum. Ja, Routine ist alles im Leben, oder? Das scheint, du bist ja schon 3-4 Wochen da unten, oder wie schaut es aus bei dir? Ja, wir sind jetzt da 4-5 Tage und genießen das herrlich. Also haben wirklich einiges an Sport gemacht, macht eine Riesengarde. Seht ihr die Ruine dahinter? Ja. Da ist die Ruine. Rennt ihr zwei da immer rauf jeden Morgen, oder wie? Ja, in Gedanken auf alle Fälle. Sind wir am Affenberg. Auf jeden Fall vielleicht noch an Alexander gerade fragen, einen kurzen Switch. Tennis, Kitzbühel ist noch drin, voll im Plan. Wie schaut's aus? Ja, jetzt wissen wir, wann wir stattfinden sollten. Also 7. bis 13. September ist jetzt einmal geplant. Auch mit begrenzten Zuschauern, also das wäre möglich. Und jetzt laufen die Planungen, es soll ab nächster Woche der Kartenvorverkauf beginnen. 1500 wären es, die dann ins Stadion kommen könnten in Kitzbühel. Ja, wir bedanken uns bei euch zwei und wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Ja, schöne Grüße, Martin, du noch kurz was. Ja, der Peter ist heute trocken, wenn wir uns erinnern an Ende April, wo wir die Sendung gemacht haben über den weißen Rausch, da ist er im Regen gestanden. Heute schaut er sehr glücklich aus, leicht angezogen am Ossiacher See. Unglaublich. Das Leben ist schön. Ja, wünschen wir euch noch einen schönen Tag heute. Danke. Alles klar, wir grüßen euch. Macht es gut, ciao. Alexander Antonic und Peter Mall, er ist ja der große Eventmanager in St. Anton am Arlberg von der Weltmeisterschaft bis, wie hat der große Event geheißen mit den Skilehrern? Der Interski-Kongress. Interski-Kongress. Sie haben viele andere Geschichten. Ja, Peter hat Events im kleinen Finger, also der weiß in der Organisation schon immer, wo er hin muss, um so ein Event richtig durchzuführen. Und er scheut sich nicht von den ganz kleinen bis zu den ganz großen Events. Das größte im nächsten Jahr wird ganz sicher der Alpine Skiweltcup sein, der bei uns am 9. und 10. Jänner wieder stattfindet. Bis dort wird der Peter vom Ossiacher See wieder zurück sein. Da wird er wieder zurück sein. Switchen wir mal ganz kurz. Wadelbeißer wäre heuer bereits auf dem Programm gestanden. Wird es nächstes Jahr geben? Auch das ist ein Event, das uns heuer leider durch die Lappen gegangen ist. Das hätte im Juli jetzt stattgefunden. Eine Kombination aus Trailrun und Hindernislauf. Der Arlberger Wadelbeißer, sagt schon der Name, hat doch einiges an Herausforderungen parat. Wir haben zwei verschiedene Strecken, eine kürzere, eine längere, mit weniger, mit mehr Hindernissen. Und wir bewegen uns im Ort und wir bewegen uns so links und rechts rauf in die Berge, aber nicht allzu weit, damit die Zuschauer auch was davon haben. Wäre endlich wie geschaffen für dich? Schaut gut aus.
Ich weiß zwar nicht, wie jetzt die Hindernisse sind, aber ich mache mich da gut, glaube ich. Ich würde sagen, wir schauen uns mal kurz diese Hindernisse an. Also der Wadelbeißer nächstes Jahr im Sommer wird er stattfinden. Was es genau ist, wir haben einen Clip vorbereitet. Der Wadelbeißer ist eine ganz besondere Herausforderung. Du hast eine gewisse Distanz, du hast Höhenmeter, du hast Hindernisse und du hast verschiedene Untergründe, auf denen du dich bewegen musst. Das heißt, du brauchst Ausdauer, du brauchst Kraft, du brauchst Koordination und eine gewisse Beweglichkeit. Ich denke, der Wadelbeißer ist das, was man sich als Kind immer vorgestellt hat. Man klettert über gewisse Dinge, man schlüpft eine andere Rolle ein, man überwindet sich mit Freunden, spielt man quasi, und das verkörpert der Wadelbeißer, und das wird natürlich sehr, sehr spannend hier in dieser wunderbaren Region rund um St. Anton. Da sind viele, viele tolle Dinge entstanden, die die Menschen, die Teilnehmer sehr, sehr fordern werden, und da sind wir alle sehr gespannt, wenn dann die Premiere startet im Sommer 2021. St. Anton am Adelberg präsentiert sich seit mehr als 100 Jahren über den Sport, den echten Sport am Berg, ist aber auch immer am Puls der Zeit geblieben. Und ein neues Event muss am Puls der Zeit sein, und eines dieser neuen Events wird der Adelberger Wadelbeißer sein. Eine Kombination aus Trailrun und Hindernislauf, und wo wäre das besser möglich als hier in unserer wunderbaren Bergwelt rund um den Adelberg. Der Adelberger Wadelbeißer wird ein Event, mit dem wir großartige Sportlerinnen und Sportler an den Adelberg holen, um ihnen sportliche Erfolge, um ihnen die Freude am alpinen Sport zu präsentieren und zu ermöglichen. Adelberger Wadelbeißer 2021, ein großartiges Event, auf das ich Sie, liebe Sportler und liebe Sportlerinnen, ganz herzlich einlade. Ich muss mich korrigieren, das ist nicht das Event für dich, Patrick, sondern für uns zwei, Martin. Ich glaube, es ist eher das Event für den Patrick, weil er hat jetzt ganz große Augen gekriegt, wie er den Trailer gesehen hat. Hat sich eigentlich schon angemeldet. Ja? Sozusagen. Ja. Schauen wir mal, wann das ist. Ja. Wenn es nur ein Alberg-Giro ist, dann werde ich nicht dabei sein, wenn er entscheiden muss oder danach geht. Es wird vor dem Alberg-Giro sein. In diesem Sinne bist du jetzt angemeldet, wenn das diese Bilder, die wir gesehen haben. Anmelden kann man sich. Wir werden die Anmeldung zusammen mit dem Weißen Rausch alles am 1. Dezember starten. Und dann geht's los mit der Anmeldung für beide, also für den Weißen Rausch und auch für den Wadelbeißer. Für all jene, die jetzt gerade dazugekommen sind, schönen Vormittag hier auf der Terrasse des Hotel Post in St. Anton am Arlberg mit einer Sondersendung. Sind wir hier quasi die Arlberg Giro Challenge, die wir hier durchführen. Patrick Hagenaas in unserer Mitte mit der beiden Sieger aus dem Jahre 2013 und 2017. 17 Dritter geworden, 2018 unter anderem. Also einer der erfolgreichsten Teilnehmer aller Zeiten beim Arlberg Giro. Wir sind hier bereits bei der Fahrt aus dem Bad Znauntal, dann wieder zu uns herauf. Wie heißt der ganz genau dann, wenn man abbiegt aus dem Bad Znauntal herauf? Da sind wir jetzt nicht mehr weit von Pianz. Da geht ganz eine kurze Steigung hinauf nach Pianz, und dann macht man in dieser großen Kurve den Schwenk von Westen nach Osten. Von Osten nach Westen, und dann fährt man durch das schöne Stanzertal wieder herauf nach St. Anton. Das heißt, in etwa einer Stunde spätestens werden Sie bei uns sein. Da gibt es dann natürlich dann die Interviews. Interviews haben wir auch vorbereitet mit Markus Ehrensberger oben
nämlich bei der Bieler Höhe. Und da war unter anderem der Leslie Lürs, der, glaube ich, überhaupt als erster oben angekommen ist. Du hast es schon gesagt, der Juniorenmeister aus Deutschland für das KTM Cycling Team Tirol. Und Markus Ehrensberger hat ihn auf der Bieler Höhe noch einmal interviewt. Wir sind jetzt auf 2032 Meter hier rauf auf die Silvretta. Und wenn wir jetzt da hinschauen, unser Jüngster, der 19-jährige Leslie Lürs, ist der Erste, der hier zu uns heraufkommt. Der ist dann schon auch bei der Mautschuss. Er jubelt, der ist bei uns. Riesenapplaus. Leslie, komm mal ganz kurz her. Ja, du hast die anderen hinter dir gelassen. Bist als Erster bei der Mautschuss schon weggegangen. Wie war es? Erzähl mal ganz kurz. Ja, ich glaube, der Matthias hat ein bisschen gespielt mit uns. Aber immer noch relativ fit schaust aus. Wie lange hat es gebraucht von der Mautschuss? Hier rauf, schauen wir mal ganz kurz nach. Ich glaube, 44 Minuten hat er nämlich gesagt, gerade im Auto. 44 Minuten, aber sehr zufrieden mit der Leistung, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Jetzt wird ein bisschen zusammengewartet, schätze ich mal. Ja, da kommt jetzt schon der Nächste. Da ist der Matthias Nodecker und der Daniel Federspiel, die da zu uns herkommen. Matthias, jawohl! Alles gegeben! Gerade noch geschafft, wie war's? Ja, zack, na, gemütlich. Wir sind jetzt schon gemütlich hochgefahren. Heute haben wir Helferdienste machen für alle und das passt. Jetzt warten wir ein bisschen. Schön. Jetzt wird zusammen gewartet und dann gemeinsam wieder runtergefahren? Ja, logisch. Dann ziehen wir das Tal gemeinsam raus, können die Mädels sich in den Windschatten knallen. Für das sind wir da heute. Dann heißt es wieder brav arbeiten für dich? Ja, logisch. Logisch, heute bin ich Edelhelfer. Der Edelhelfer, Matthias Nodecker, der Sieger von 2019. 4:06, glaube ich, war die Siegerzeit im letzten Jahr. Ja, genau. Werden wir heute nicht ganz schaffen. Nicht ganz, aber trotzdem. Ganz, ganz tolle Geschichte. Und der, unser Rennleiter ist auch bei uns. Wir werden jetzt auch ganz kurz einmal da vor das Mikrofon, Roland Leupold. Roland, die Jungs sehen auch relativ fit aus. Ja, die sind frisch, das sieht man, top austrainiert. Also die fahren fast mit einem Lächeln darauf. Es ist schön zuzuschauen. Aber sie haben, muss man ehrlich sagen, einen guten Wind und sie haben eine perfekte Betreuung von rundherum. Gell? Also sie brauchen eigentlich zu keiner Stunde jammern. Also so wie der Matthias ausschaut, der schaut ja frisch aus, als wie wenn er gerade vom Frühstückstisch weggegangen wäre. Schau. Wie frisch geduscht. Da kommen schon die Nächsten. Aber wenn man so, Roli, wenn man sagt, eine ganz tolle Geschichte, oder? Dass man das jetzt in diesem Jahr aufzieht, wo ja kein normales Rennen in Anführungszeichen stattfinden kann. Wirklich tolle Geschichte mit dem Starterfeld. Absolut, man sieht die Bühne Arlberg Giro, die steht immer und heuer wird es halt von weniger Sportlern betreten, aber nächstes Jahr hoffen wir, dass wir wieder 1500 Radsportler begrüßen dürfen und es wird sicher wieder eine tolle Geschichte werden. Aber wie gesagt, der Arlberg Giro lebt, er lebt auch in Zeiten Corona. Wir haben diese Bühne wieder gebaut und sie wird betreten und das freut uns. Auch wenn nur von 12 Leuten. Super, ganz, ganz tolle Geschichte. Roli Leupold, unser Rennleiter. Jetzt gehen wir wieder zurück zu euch, Martin und Martin. Und dann, wenn wir wieder die ersten Damen bei uns hier auf diesem Wetter haben, dann sind wir wieder live drauf. Der Markus Ehrensberger macht da seine Sendung. Wir haben da wieder Live-Bilder, wo wir bei diesem Anstieg sind, bevor es dann Richtung Stanzertal abgebogen wird. Patrick, wenn man die Bieler Höhe dann oben einmal erreicht hat, das ist dann schon etwas Besonderes beim Arlberg Giro, weil da kann man dann auf eine rasante Abfahrt so quasi durch das Bad Znauntal kann man da genießen. Teils, sage ich. Da wird schon gescheit rausgerauscht. Und da musst du da auch geben, das ist meistens dann wieder Grüppchenbildung und dass du halt da in der Gruppe dann eben bleibst und da wird immer abgewechselt. Also du musst da auch zusammenfahren und es wird schon gescheit rausgebrettet da. Ja, Matthias Nodecker, der ist Seriensieger, der hat auch eine neue Note hineingebracht in diesen Radmarathonsport. Viele junge Athleten sind auch bei ihm, trainieren bei ihm, lassen sich von ihm beraten. Er ist jetzt doch schon an die 40 Jahre. Unglaublich, was der eigentlich noch für Leistungen bringt. Ja, der macht das super. Er ist auch total fokussiert auf den Radsport und schon seit Jahren. Und den ist es halt super aufgegangen in den letzten Jahren. Martin, tolle Bilder. Wir sehen da die drei, gell? Nodecker, Federspiel und Lürs. Ja. Und die sind jetzt schon auf dem Weg nach Westen. Das heißt, sie haben die Abbiegung bei Pianz schon hinter sich. Und das ist jetzt eine gute Frage an den Patrick. Weil warum sollten wir das erklären? Ich fahre immer mit dem Auto. Er fährt mit dem Fahrrad und kann uns sagen, wie das durch Stanzertal ist. Ja, mit Batterie jetzt bei mir auch. Da geht es ja erstens aufwärts, oder? Mhm. Muss man sich einteilen und was ist ein weiteres Kriterium? Das ist eigentlich sehr tückisch, das Stanzertal. Das unterschätzen sicher viele, aber das ist natürlich durch die, man hat schon 120 Kilometer in den Beinen, ist natürlich müde
Und dann ist es so schleichend aufgekopiert, aber immer stetig bergauf. Und da ist das Problem auch, dass du da meistens Gegenwind hast stocken. Und das macht es wirklich schwierig eigentlich da hinten. Ja. Und noch dazu wird wahrscheinlich gerade in diesem Bereich, da kommen wir dann nach Strängen, wird es die ersten Angriffe mal geben, oder? Man testet wahrscheinlich seinen Konkurrenten aus. Das stimmt, es ist da total verschieden. Ich kann jetzt nur sprechen, wer es vorne ist in der Spitzengruppe. Sagen wir mal, da sind wir immer so 10 Leute, 5 Leute und so. Und wenn da Gegenwind ist, dann ist es auch natürlich nicht so leicht, dass die Gruppe wirklich läuft. Dass jeder vorne abwechselt an der Spitze, weil natürlich vorne hast du, verpuffst du viel mehr Leistung. Mhm. Als wir hinten im Windschatten und da sollte sich die Gruppe im einig sein, aber es ist nicht immer so. Dann musst du halt aufpassen, dass von hinten auch einer nachkommt. Und bei meinen 2 Siegen, was ich da gehabt habe, habe ich immer die Flucht nach vorne ergriffen. Und habe das eigentlich solo eigentlich immer reingebracht auf St. Anton. Und ja, wenn sie sich dann hinten nicht so einig sind, dann wird es schwierig für sie. Ja, ja, ist ganz klar. Also wie gesagt, das Stanzertal, auch für alle, die dann im nächsten Jahr wieder da mitfahren, das muss man sich einteilen, weil man glaubt zwar, man hat jetzt das Schwierigste schon hinter sich, aber dann kommen noch diese knapp 30 Kilometer in Richtung St. Anton, wo sich jetzt diese Gruppe befindet. Vorneweg der Daniel Federspiel und dann haben wir den Leslie Lührs dabei, den deutschen Juniorenmeister und natürlich den Matthias Notegger, von dem wir gerade gesprochen haben. Man sieht da jetzt auch, dass da jetzt doch ganz schön Gas geben. Jetzt sind sie nur noch zu dritt und jetzt, da sieht man schon, dass sie gescheit eintreten und sich auch immer abwechseln und ja, dass sie pünktlich bis zur Woche bei uns da sind. Ich meine, das sind auch nicht Athleten irgendwelche. Wenn wir jetzt den Leslie Lührs hernehmen, deutscher Meister, fährt in einem der allerbesten quasi Nachwuchsteams, die es überhaupt gibt, beim KTM Cycling Tirol. Die wären ja jetzt bei der Tour de l'Avenir, glaube ich, und auch bei der kleinen Tour de France gestartet. Dann der Matthias Notegger als der Amateur momentan unter Daniel Federspiel, zweifacher Weltmeister, mehrfacher Europameister, also das sind schon 2 Generationen übrigens. Ja. Absolut, ja. Und der Leslie Lührs hat heute früh zu mir gesagt, er möchte die Silvretta Hochalpenstraße dazu nutzen, um ein bisschen Intervalltraining zu machen, ab und zu mal richtig anzutreten. Offensichtlich hat er das getan, das hat ihn aber noch nicht ausgelaugt, weil der Notegger hat jetzt ihm gesagt, mach mal ein bisschen langsam wahrscheinlich, dass der Rest der Gruppe auch die Chance hat, wieder heranzukommen. Wir werden jetzt gleich eine Live-Schaltung dann, glaube ich, zu Markus Ehrensberger haben, denn er wird in Kürze ein weiteres Interview bei uns liefern. 10.56 Uhr, in 2 Minuten geben wir noch vorher ab zur Werbung und sind dann um 11 Uhr wieder zurück. Da ist dann wieder der Thomas Kofler im Studio. Du kommst dann um 11:30 noch einmal zu uns, oder? Ich darf noch mal kommen. Du bist unser ständiger Begleiter. Martin, Alberg Giro, große Tradition 2011, erste Auflage, nächstes Jahr Jubiläum. Jawohl, 10 Jahre 2021, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mit dir gemeinsam, bevor wir angefangen haben, ein Jahr bevor wir den ersten Giro durchgeführt haben, mit dem Auto über die Silvretta Hochalpenstraße gefahren bin und dann haben wir telefoniert, weil du gesagt hast, ich kenne einen guten Mann, der könnte uns doch den Rennleiter machen. Den haben wir gefunden in Roland Leupold, selbst ein Polizist, der sich bestens mit der Straßenverkehrsordnung auskennt und der hat uns über die letzten 10 Jahre unglaublich professionell begleitet, ist nach wie vor unser Rennleiter. Und da haben wir einen langen Bogen gespannt über 10 Jahre und ich hoffe, das geht auch so erfolgreich und so gut noch weiter. Ja, und dann ist der Thomas Kofler natürlich gleich dazugekommen für Kriterium. Also da haben wir die besten Köpfe und der Einzige, der noch Haare am Kopf hat von den 4, bist du. Ja, aber die sind auch schon grau geworden. Die ist schon grau schon, aber uns sind sie schon ausgegangen. Ja, wir sehen die 3 Sportler, ganz tolle Sportler. Rechts nämlich im Bild Matthias Notegger Nommer. Also er, der zweifache Sieger des Ötztaler Radmarathons und er ist der Titelverteidiger beim Alberg Giro. Für das kommende Jahr auch Leslie Lührs auf der linken Seite vom KTM Cycling Tirol Team. Deutscher Juniorenmeister und in der Mitte zweifacher Weltmeister im Mountainbike-Sport Daniel Federspiel aus dem Team Vorarlberg-Sentik. Wir sind in 2 Minuten wieder zurück hier bei uns im Studio. Danke derweilen an den Patrick Hagenaas. Der wird dann wieder kommen und dann freuen wir uns auf eine weitere tolle Stunde und in Kürze auch wieder auf Thomas Kofler. Wir sind gleich wieder zurück. We'll be right back.
Der vegane Vitaldrink. Prickelnd frisch den ganzen Tag. Wir sind wieder bei der Live-Übertragung der Arlberg Giro Challenge 2020 und wir schalten jetzt zu Beginn dieser zweiten Stunde zu einer Live-Einschaltung mit Markus Ernstberger. Er hat einen ganz besonderen Mann bei sich und zwar von der Polizei hier im Bezirk Landeck. Ja, wir sind jetzt hier in Pjans und die Rennfahrer, die Athleten sind schon bei uns vorbeigekommen. Die haben jetzt so die letzten 18 Kilometer vor sich, bis es dann ins Ziel geht nach St. Anton. Ich stehe jetzt hier mit zwei Herrschaften, die wesentlich da einen Anteil haben, dass die letzten 10 Jahre der Arlberg Giro so super über die Bühne gegangen ist. Zum einen zu meiner Linken, den kennen Sie, Roland Leupold, unseren Rennleiter, und den Chefinspektor des Polizeikommando Landeck, Herr Norbert Ladner. Aber ich glaube, Roli, darf mit dir beginnen. Es ist immer Zeit, auch Danke zu sagen. 10 Jahre, wirklich super gegangen und Jubiläum müssen wir nächstes Jahr dann feiern groß. Also ein Dankeschön ist mir, glaube ich, an der Zeit. Der Arlberg Giro besteht jetzt 10 Jahre und nach 10 Jahren ist es sicher mal an der Zeit, Danke zu sagen, insbesondere Silvetta Hochalpenstraße. Ist ein ganz wichtiger Punkt von uns. Als nächstes natürlich Rettung, ganz wichtig. Wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit den Bezirkshauptmannschaften, den Landesregierungen, die behördenmäßig für diese Veranstaltung zuständig sind. Aber ohne eine Institution wird es überhaupt nicht gehen, das ist die Polizei. Und da freue ich mich, dass stellvertretend für die Polizei der Chefinspektor Norbert Ladner da ist und vielleicht für die nächsten Veranstaltungen ein paar gute Tipps an die Teilnehmer noch geben kann. Norbert, bitte. Ja, Norbert, wenn ich da in die Mitte kommen darf, wie sind denn die Fahrer? Haben Sie sich immer brav an die STVO gehalten? Also, ich würde sagen, zu 99% ja. 1% ist immer dabei, wo sie vielleicht nicht dran haltet. Und leider seien die nachher beteiligt, wenn einmal ein Unfall passiert, wo sie selber Abstände nicht einhalten, auffahren. Es ist nicht eine ganz unproblematische Strecke, wenn man den Arlbergpass Berg und Talwärts hernimmt, den Silfretta, die Silfretta Hochalpenstraße Richtung Altür. Das sind schon ein paar Herausforderungen, wo immer wieder Unfälle passieren. Aber wie gesagt, großteils passt es bestens. Ein paar Einzelne, und die müssen aber, wenn sie extreme Übertretungen machen, also wirklich gravierende, müssen sie auch von unserer Seite mit Anzeigen rechnen. Die werden der Behörde angezeigt. Und aber grundsätzlich möchte ich sagen, dass es passt. Und die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, insbesondere auch mit dem Rennleiter, der sind wirklich hervorragend. Und wenn man irgendwas hat und sagt, das hat nicht ganz passend, so sind sie immer bemüht, das wirklich das nächste Jahr wieder besser zu machen. Und inzwischen ist es ja eine erfahrene Veranstaltung mit 10 Jahren. Arlberg Giro. Also inzwischen hat man so viel anpasst, dass es normalerweise nur mehr viele Anpassungen braucht. Ja, dann würde ich sagen, dann freuen wir uns auf die nächsten 10 Jahre hier beim Arlberg Giro. Vielen Dank, dann gehen wir wieder zurück ins Studio zu euch, Martin und Martin. Ja, das war jetzt
grandios, wenn der Partner, die Polizei, sagt, dass der Veranstalter doch die Verantwortung, die er übernimmt, auch sozusagen richtig übernimmt und daran denkt, auch Verbesserungen so weit zu machen, dass dieses Rennen immer sicherer wird, immer besser organisiert. Aber auch von mir, das hat der Roland Leupold, der ja selber Polizist ist, gesagt, ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die Teams vom Roten Kreuz, vor allem natürlich von der Polizei und auch ein Dankeschön der Silvretter Hochalpenstraße, die uns überhaupt die Möglichkeit gibt, diese Runde zu fahren. Das ist ganz großartig, die Kooperation mit beiden Bezirkshauptmannschaften und wir hoffen, dass wir auch nach wie vor daran arbeiten können, dieses Rennen immer besser und immer sicherer zu machen. Wir kommen jetzt wieder zu einem Rennen, das ein kleiner Kreis ist. Nicht der große Kreis, der Arlberg Giro, sondern ein kleiner, aber sehr feiner Kreis, und zwar rund um St. Anton oder rund um die Fußgängerzone, wie immer man das sagt, durch den Park und durch die Fußgängerzone. Thomas Kofler, das Kriterium. Was sind die Kriterien beim Kriterium? Ja, so schnell wie möglich viele kleine Kreise durch St. Anton zu ziehen. Und eben, ich habe mir die Strecke dann vor 10 Jahren mit dem Martin Böckle mal angeschaut und dann haben wir gesagt, okay, laufen wir es einmal ab. Und dann haben wir gesagt, Martin, geh doch du mal mit. Und dann haben wir gesagt, ich glaube, das bietet sich an für das eigentlich in meinen Augen eines der schönsten Kriterien überhaupt in Österreich und im deutschsprachigen Raum, weil eben die engen Gassen da durch St. Anton und so weiter, das ist das Kriterium mittlerweile wirklich bekannt über viele Grenzen hinaus. Und ja, die Sportler kommen wirklich alle gern daher. Es ist ja vor allem die Fußgängerzone relativ eng in St. Anton, was allerdings auch den Charme dieser Fußgängerzone ausmacht. Denn die Leute, die da links und rechts zuschauen, die wirken wie eine richtig große Zuschauermasse. Und die Fahrer kommen ja da unten beim Hotel Schwarzer Adler immer ganz eng rechts ums Eck herauf und fahren dann sozusagen in diese Zuschauermenge hinein. Und ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass in den letzten beiden Jahren vor allem die Damen diesen Wirbel ein bisschen genossen haben. Ja, absolut. Also eben das mit den schmalen Gassen ist so eine Sache, oder? Weil es geht dann wirklich eine Abfahrt runter. Wir haben 1000 Meter die Strecke. Und das ist eben die Challenge, wo man doch immer wieder froh ist, dass dann nichts Gröberes passiert, weil eben es ist ja doch ein Rennen und die Mädels, die wo eben seit ein paar Jahren mit dabei sind, das taugt uns, oder wirklich, weil die Frauen und die Damen, die haben jetzt vielleicht nicht immer so die Aufmerksamkeit und tolle Geschichte. Ich muss ganz kurz vielleicht unterbrechen, wir haben da Bilder gesehen und zwar sind neben der Gruppe, die für uns oder mit uns unterwegs ist, unglaublich viele heute auf der Strecke. Ich weiß, gerade aus Vorarlberg sind heute in der Früh viele losgefahren. Die haben gesagt, ja, wir fahren trotzdem den Arlberg Giro. Ja, das ist cool. Ne? Wir haben ja auch unter dem Titel Arlberg Giro Challenge die Möglichkeit gegeben, dass Radfahrer, ganz egal, Juli, August, diesen Giro abfahren, sich selbst anmelden bei RaceMap und dann ihren GPS-Track hinaufladen. Da gibt es ganz schöne Preise zu gewinnen, unter anderem Aufenthalte für den nächsten Sommer, inklusive Hotel, inklusive Starterlaubnis beim Giro. Und gerade am heutigen Tag, und wir haben gewusst, dass das passieren wird, werden wir natürlich einige treffen auf dieser Strecke. Ich habe ja auch gehört, dass das Peto-Rad-Team um 5:30, glaube ich, losgestartet ist und die begegnen sich halt jetzt. Wir haben ja vom Peto-Team aus Zams auch jemand dabei. Wer fährt damit? Das ist der Markus Winkler. Ja, der cool ist bei uns dabei, aber ja, seine Radfahrer von seinem Team, die sind natürlich auch heute unterwegs. Weil wir gerade beim Kriterium ja waren, Thomas, Emanuel Buchmann, der ist da auch schon mitgefahren, also absolute Top-Leute. Victor Della Parte. Ja, eben, da speziell eben, wir haben einige Sportler bei uns gehabt. Wir haben mittlerweile 6 Fahrer, die beim Kriterium da unterwegs waren in St. Anton, wo mittlerweile in der höchsten Kategorie des Radsports angelangt sind. Und eben Emanuel Buchmann, letztes Jahr 4. der Tour de France Gesamtwertung und 2018 war er der Sieger im Kriterium in St. Anton. Weil gerade Tobi Bayer zusieht aus dem KTM Tirol Cycling Team, der hat, glaube ich, sich gerade mit dem Leslie Lürse unterhalten. Hast du gesehen? Ja, die haben die Taktik abgesprochen, glaube ich. Jetzt haben wir doch gesagt, man muss die Straßenverkehrsordnung bei uns einhalten. Ja, wir sind mittendrin. Herzlich willkommen all jenen, die jetzt vielleicht zugeschalten haben. Derzeit sind wir live auf Magenta und A1 TV, also im Fernsehen.
Wie immer, wenn K19 eine Live-Übertragung macht, da sehen wir Daniel Federspiel, zweifacher Weltmeister und Europameister, mehrfacher. Dann vom Team Peter Zams haben wir einen Athleten mit dabei, dann Leslie Lürs vom Team KTM Cycling Tirols und Matthias Notecker, der Sieger des vergangenen Jahres und zweifacher Sieger des Ötztaler Radmarathons. Da dürfen wir ganz kurz Werbung in eigener Sache machen, weil du ja gesagt hast, der Oliver Schwarz, Ötztal, da gibt es nämlich den Ötztaler Social Radmarathon, 28. bis 30. August, ähnlich wie bei euch. Martin, da kann man auch mitfahren, die Strecke abfahren, wo immer man ist, einfach 238 Kilometer abspulen. Das ist dann halt wichtig. Und das ist auch noch verbunden mit einer Charity-Aktion. Ja, ganz tolle Charity-Aktion. Es gibt auch ein großes Programm noch um das Ganze herum. Sehr wichtig natürlich der Radsport. Gibt ja einen großen Radboom momentan, also allerorts wird Rad gefahren. Radboom ist ungebrochen. Auf der Straße selbstverständlich, aber auch in den Bergen natürlich der Mountainbike und vor allem bei uns, wo wir im hochalpinen Raum sind, das E-Bike fast nicht mehr wegzudenken. Ich will euch zwar ja nicht da aus der Unterhaltung herausholen, aber ich muss jetzt doch schon auf den nächsten kommenden Winter schauen. Die Kandacher Rennen. Da werden wir dich wieder begrüßen bei uns, Martin. Und zwar am 9. und 10. Jänner soll das stattfinden. Wir haben die Damen wieder zu Gast mit einer Abfahrt und einer Superkombination und werden zwei Tage vorher schon den Sportgipfel zum dritten Mal durchführen, den Sportgipfel St. Anton Tirol. Da haben wir in den beiden letzten Jahren schon ganz interessante Sportthemen mit wirklichen Granaten des Sportes besprochen und diskutiert, und das werden wir auch heuer wieder tun. Wie der alpine Skiweltcup dann schlussendlich durchgeführt wird, das wissen wir noch nicht genau. Wir stehen parat für diese Rennen. Wir hoffen, es werden vielleicht auch Zuschauer dabei sein können, aber St. Anton am Arlberg, der Arlberg überhaupt, denn es gibt ja auch in Zürich heuer ein Rennen im November, und der Arlberg überhaupt steht seit vielen, vielen Jahrzehnten für den alpinen Skiweltcup, und das werden wir auch in Zukunft tun. Ja, der Thomas wird ja in Lechtern unter anderem auch im Team mit dabei sein beim Ski-Weltcup. Ich hoffe, dass es stattfindet, ja, in St. Anton, und einmal zuschauen wird meine drittletzte Live-Moderation werden. Oha. Drittletzte. Ja, da werden wir schon weiter moderieren, aber so vor Publikum die drittletzte. Also und das nehme ich nicht. Also dieses Angebot von dir, dass du aufhörst, nehme ich nicht an. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall ganz kurz den Trailer für die Kandacher Rennen an. Und 10. Januar 2021, die legendären Kandacher-Rennen, da haben wir die Linze Wonne auch noch gesehen. Da sind vier Jungs auch legendär unterwegs, nämlich momentan quasi bei der 10. Auflage des Arlberg-Giros, aber das Jubiläum gibt es dann nächstes Jahr, Martin. Jawohl, das Jubiläum gibt es nächstes Jahr, Ende Juli, Anfang August, also sozusagen ein Tag früher wie heuer. Aber davor werden wir zuerst hoffentlich auch den Weißen Rausch durchbringen nächstes Jahr. Sicher. Da sind wir ganz sicher, dass wir da wieder so weit sind. Und wenn wir in die Zukunft blicken, lieber Thomas, du wirst ja nicht nur in Zukunft auch unsere Kriterien betreuen, sondern du hast einen größeren Plan für St. Anton am Arlberg. Ja, wir hoffen, beziehungsweise wir haben da immer wieder aus dem Netzwerk raus wieder nette Gespräche, und wir haben jetzt seit einigen Monaten intensiven Kontakt zu den Organisatoren, zur Journalisten Radweltmeisterschaft. Und jetzt wird es so sein, dass wir 2023 mit großer Sicherheit die Journalisten-Rad-WM in St. Anton in Verbindung mit dem Arlberg-Giro abhalten dürfen. Dann können der Sebi Neier und ich mitmachen. Wir haben einen Journalistenausweis.
bist herzlich willkommen, aber lieber bist du mir auf der roten Couch. Jetzt, ja, da bleiben wir sowieso. Die gehört hier. Die hat übrigens auch das 11-jährige Jubiläum, ja, genau. Die rote Couch hier. Ja, wir sehen ungefähr wie viele Kilometer, der Martin, 7-8 Kilometer, glaube ich. Ja, das ist schon noch mehr. Da fahren Sie jetzt, sind Sie in Flirsch durchgefahren, kommen jetzt in schöne Schnann oder besser gesagt an Schnann vorbei auf der Bundesstraße und dann Bettneu. Und wie der Patrick schon gesagt hat, da hinten ist die Eisenspitze, dieser wunderschöne Berg. Mhm. Und wenn es hinaufgeht nach Bettneu, ist noch einmal ein kleiner steilerer Anstieg. Und man darf es auch von dort nach St. Anton nicht unterschätzen. Es geht zwar ganz leicht aufwärts einmal, aber dann fängt es sofort wieder an zu steigen. Ein Traum. Also wirklich eine herausfordernde Strecke, da sind wir jetzt in Schnann. Wenn wir über die Sieger der letzten Jahre sprechen, wir haben den Notecker, haben wir drin, wir haben gesehen, dass der Patrick Hagenaas zweimal das gewonnen hat. Ist bei den Herren übrigens der Einzige, der das zweimal gewonnen hat, das Rennen. Wir haben Leute wie den Spögler vom Coratec-Team. Michi Spögler, ja. Ja, der Yannick Korintz hat gewonnen. Ganz, ganz, ganz ein junger Mann, der 2015 dieses Rennen gewonnen hat. Immer in unserem Herzen. Immer in unserem Herzen. Yannick, der ist leider nicht mehr unter uns. Jörg Ludewig, der große deutsche Radrennfahrer, der Emanuel Nösig hat einmal gewonnen und der erste Sieger, das war der Philipp Götsch im Jahre 2011. Wow. Ist auch eine Maschine und der Jörg Ludewig auch, gell? Ich habe die Haare schön. Alpe 10. Jörg Ludewig, Team Telekom. Ja. Und wenn wir zu den Damen gehen, dann haben wir im letzten Jahr eine Schweizer Siegerin gehabt, die Nina Zoller, die fast ein bisschen überrascht war, dass sie es geschafft hat, das zu gewinnen. Dann im Jahr davor die Lorraine Detmer. Und wenn wir dann weiter in die Vergangenheit zurückkommen, dann steht eigentlich ein Name da. Und das ist die großartige Daniela Pintarelli, die von 2017 bis zurück 2011 dieses Rennen 6-mal gewonnen hat und einmal Zweite war. Nur im Jahr 2012 hat eine Deutsche gewonnen, das war die Martina Höllipe. Wir nützen ganz kurz die Gelegenheit. Thomas, wir sollen dich und dein Team von Marcel Napols grüßen. Ja? Aus Kargellen. Vielen Dank. Ja. Schöne Grüße nach Kargellen. Da grüßen wir zurück in diesem Fall. Und wir grüßen Hannes Hessenberger. Das ist der Organisator des Neusiedlersee Radmarathons. Er hat sich hier eingeklinkt. Da haben wir Österreich Treter am Rad begonnen am Neusiedlersee. Und der Hannes hätte für Oktober noch den Neusiedlersee Radmarathon geplant. Ganz sicher ist man sich da auch noch nicht. Kufsteiner Land Radmarathon hat vergangene Woche abgesagt. Also der wird nicht stattfinden. Einfach aus Sicherheitsgründen wird er nicht gemacht. Und Hannes Hessenberger, drücken wir noch die Daumen und den grüßen wir aus aller Herzliste. Hannes, komm doch mal nach St. Anton am Arlberg. Da siehst du Berge, Gipfel. Das ist einfach ja was anderes. Er ist bei uns herzlich willkommen, soll sich gerne melden, kann sich die Berge einmal anschauen. Ich schaue mir auch gerne das Burgenland an, es ist so wunderschön dort unten, Österreich. Und das merkt man gerade in der jetzigen Zeit, Österreich qualifiziert sich als das Land, wo man wirklich hinfahren kann, wo man bleiben kann, wo man es genießen kann, im sicheren Abstand. Martin, du hast von Sicherheit gesprochen, das ist natürlich auch unser höchstes Ziel. Und da hat sich Österreich wirklich hervorragend präsentiert. Man sieht es übrigens, Thomas, die vier Jungs, die drücken schon rein, gell? Also die sind jetzt so richtig warm gefahren. Ja, das schaut jetzt fast schon aus wie beim richtigen Adelberg-Giro und ich bin gespannt, ob die jetzt das richtig ausfahren werden da. Also, tolle Sache, die wir auch hier wieder sehen. Das merken wir auch an vielen Teilnehmern, die heute nicht unterwegs sind, aber sie das Ganze anschauen. Und Martin gehört ja mittlerweile wirklich zu den beliebtesten Radmarathons. Ihr kriegt, glaube ich, immer Höchstbewertungen. Da ist ganz wenig Kritik mit dabei, sondern unglaublich immer und immer wieder die positiven Sachen. Das freut uns wahnsinnig. Ich will mir jetzt da nicht selber auf die Schulter klopfen. Wir haben natürlich Kritik dabei und das ist auch gut so. Und wir nehmen diese Kritik ernst. Direkt nach dem Giro schicken wir die Umfrage aus und wir haben dann wirklich Meetings, wo wir daran arbeiten, was können wir besser machen. Aber natürlich freut es uns sehr, dass die allermeisten sagen, das ist schon in Ordnung so, wie ihr das macht. Ja, die nächsten 2 Minuten möchten wir dann auch noch verwenden,
finden. Und zwar, wir haben hier Live-Bilder. Wir sehen hier geladene Sportlerinnen und Sportler, die unterwegs sind. Aber der Arlberg Giro im vergangenen Jahr, da gibt es einen Film, den man gemacht hat, einen Bericht quasi. Und wie so ein Arlberg Giro abläuft und auch diese imposanten Eindrücke, würde ich sagen, das schauen wir uns jetzt in einem Clip an. Wir sind hier nach wie vor auf der Terrasse Hotel Post, da ist da das Herz jetzt wieder aufgegangen. Genau, genau das wollte ich sagen. Da geht mir das Herz auf. Es ist einfach traumhaft. Mir taugt es immer, wenn die Sportler und Sportlerinnen, ich habe da oft das Gefühl, nicht nur beim Weißen Rausch, sondern auch da rinnt das Adrenalin ein bisschen durch die Dorfstraße runter. Und es ist so eine traumhafte Stimmung. Und der Sport und St. Anton am Arlberg, die gehören einfach zusammen. Und wenn ich die Bilder sehe von dem, was da schon geleistet wurde, da geht man das Herz auf. Kann man von zwei Sachen auch sehen oder von zwei Punkten. Ossi Wohlgenannt hat hier gerade geschrieben, war jetzt 9-mal vor Ort mit dabei, schauen wir es heute live an. Auch die ganzen Mitarbeiter, die Kollegen auch von uns, die hier mitarbeiten, jeder kommt jedes Jahr gerne zum Gitter aufstellen oder halt hier zum Verpflegungsstationen beliefern und so weiter. Ja, es arbeiten eben unheimlich viele Leute im Hintergrund mit für so eine Großveranstaltung und eben unsere Partie zum Beispiel aus Vorarlberg, wir haben da 10 bis 12 Leute immer gern dabei und für uns ist das einfach mittlerweile eine Familie, wo da eine Sportfamilie, jeder bringt seinen Teil ein und ich sage, das ist ja das, was es beleben soll und das Veranstaltung auch belebt dann und perfekt. Martin? Ja, wir sehen, die sind jetzt am Bitneu schon vorbei. Das heißt, dauert nicht mehr allzu lange, bis sie bei uns sind. Thomas, reden wir noch mal ganz kurz über das Kriterium. Wir haben von einem großen Namen, dem Emanuel Buchmann, schon gesprochen. Waren natürlich noch andere da. Du weißt auch, wo sie jetzt umgehen, weil die sind ja in vielen verschiedenen Profiteams engagiert. Erzähl uns mal ein bisschen. Ja, also wie gesagt, wir haben da schon unheimlich coole Typen da gehabt, also wirklich, weil es einfach so mit denen kannst du reden und sagen, kommst du nach St. Anton und sagt, ja, normalerweise kriege ich da richtig viel Startgeld, dass man da kommt. So läuft halt die Szene für so Kriterien ab. Aber eben Emanuel Buchmann, unheimlich ein netter Mensch, der wohnt da in Lochau, in Vorarlberg. Und Georg Zimmermann jetzt, ein Deutscher, der wo vor 2 Jahren da war, der fährt mittlerweile bei Team CCC. Und Seriensieger Brendle Matthias war schon 3-mal Sieger vom Kriterium. Dann eben für mich der Shootingstar von letztem Jahr, Yannick Steimle, mittlerweile im Team von De Koenig Quickstep. Und Teamkollege von Jan, vom Daniel Federspiel, wo wir jetzt gerade sehen. Der Victor Della Parte war 2015 der Sieger der Österreich-Radrundfahrt. Mittlerweile beim Team CCC und gestern 11. bei der Burgas Rundfahrt. Einen, wo wir nicht vergessen dürfen, Matthias Kritzek, der gerade einen unglaublich schweren Unfall gehabt hat bei der Anreise nach Slowenien, Sekundenschlaf.
ist noch einmal neu geboren worden. Dem wünschen wir das Allerbeste, hat heute schon geschrieben. Ja. Es geht ihm den Umständen entsprechend besser und er ist hier auch schon gestartet, ist ein super Kriteriumsfahrer, auch absoluter Topsportler. Ja, wie gesagt, ich habe zu Matthias einen sehr guten Kontakt haben, möchte auch von hier aus immer alles Beste wünschen. Und Matthias hat letztes Jahr das Kriterium in St. Anton gewonnen. Also ich denke, wir senden da wirklich alle vier Kleeblätter nach dort, wo er halt ist, und wird er wieder dabei sein. Ja, in die Bundeshauptstadt. Ich glaube, wenn man mal ein Kriterium sehen will, man ist nirgendwo näher am Radsport als hier in St. Anton am Arlberg. Fürs nächste Jahr lade ich jeden ein, den der Radsport interessiert. Kriterium haben wir jetzt abgehandelt. Wir schauen jetzt auf die Athleten, die da hereinziehen, und holen uns wieder den Patrick zu uns her. Und dann dauert es nicht mehr lange und wir können sie bei uns in der Fußgänger. Genau, wir werden in Kürze wieder switchen und dann wird dann der Markus Ehrensberger, nehme ich an, auch mitten in der Fußgängerzone die Interviews dann machen. Ein schönes Bild, Thomas, ne? Da haben wir... Unglaublich. Ja, das ist das Coole. Das ist Radsport. Ja, die Spitzenathleten, und da hinten haben wir eine schöne Autokolonne, die wartet drauf. Dahinter, ja. Es ist immer noch genügend Abstand, gell? Ja, den Abstand haben wir schon. Aber die ziehen noch an, schau, der macht vorne genau das, was die Jungs gerne haben. Er macht das Tempo. Das dürfte ein Edeldomestik sein von Daniel Federspiel, so wie ich das. Wahrscheinlich hat er gesagt, du war 2 Kilometer vor dem Ziel und dann ziehst du mich da richtig herein. Na, aber lässige Bilder und vor allem, es macht halt wieder Lust auf mehr. Ja, absolut. Also ich glaube, jeder, der da vielleicht heute dabei ist, und die vielen, die heute auf der Strecke sind, wo die Strecke da abfahren. Von unserem Radsportverein vor dem Madlberg sind einige auf der Radstrecke, die haben schon gemeldet, dass sie sagen, hey, sie sind heute auch beim Madlberg Giro dabei. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie sich das da noch entwickelt da herein, bis die Burschen da bei uns sind und die Mädels. Und dann bin ich gespannt, was sie sagen da im Interview. Vor allem, das ist schon lässiger, wie die jetzt wirklich noch ein bisschen Gas geben, quasi hier rein. Alles heute als lässige Ausflugsfahrt haben wir es angekündigt. Aber Matthias Notecker, der da anzieht jetzt mit dem Leslie Lures, die fahren schon ein richtig fettes Tempo. Ich glaube, der Matthias ist schon halt ein Vollblut-Rennfahrer und der fährt, glaube ich, wenn der Steigung hat, dann kann er noch schnell fahren. Und man sieht es da, dass die wirklich jetzt Gas geben. Und schauen wir mal. Ja, ich hoffe, der Markus Ehrensberger ist dann auch hier bei uns herinnen, denn in etwa zwei, drei Minuten wird es soweit sein. Martin, du bist wieder adjustiert, ja? Bist wieder voll im Einsatz und da werden sie zu uns jetzt dann hereinfahren. Die sind jetzt im Gebiet von St. Jakob am Arlberg und sind schon kurz vor dem Einbiegen dann in die St. Antoner Dorfstraße. Das dauert wirklich nicht mehr lange. Und da werden tausende Zuseher, werden sie dann. Ja, die haben wir sowieso. Die sind ja im Fernsehen und überall. Also die tausenden Zuschauer, die haben wir. Nur die Quote zählt. Vielleicht noch ganz kurz, Thomas. Im Westen die beiden Teams. Zum einen haben wir das KTM Cycling Team Tirol von Tom Pupp, die U23-Mannschaft. Und dann ihr als Vorarlberger Team haltet im Westen die Fahnen hoch. Ja, wir halten die Fahnen hoch und wir starten heute eben am Salzburgring und nächste Woche geht es dann für uns zur Mont Blanc-Rundfahrt, wo wir auf einige Teams treffen werden, wo zur Tour de France dann sie warm fahren, und wir halten eben seit über 20 Jahren die Fahnen hoch und schauen wir mal. Daniel Knapp ist ja jetzt beim Team Radland Tirol. Genau. Und die sind auch sehr ambitioniert, um auch wieder ein Team so ordentlich auf die Beine zu stellen. Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Gerade in diesen Zeiten, auch mit Österreich dreht am Rad, haben wir fast alle oder eigentlich alle österreichischen Teams ins Boot holen können. Und ich glaube, einen Beitrag geleistet, dass der Radsport auch weiter leben kann. Ja, Fortsetzung folgt im kommenden Jahr. Ich hoffe dann auch wieder mit Martin. Mich würde jetzt interessieren, vom Spezialisten, oder der Patrick kann da vielleicht nickend zustimmen, was machen die zwei jetzt? Machen sich die einen Spaß draus, werden sie einen Zielsprint machen oder fahren sie Hand in Hand ins Ziel? Was tippen wir? Die fahren voll, sagt ja, der Patrick. Also massiv, ich glaube, so wie der Patrick das im Hintergrund uns da mitteilt, die fahren jetzt gerade auf richtig, echt und voll. Und bin einmal gespannt, wer da...
Ich würde sagen, wir switchen mal ganz kurz. Patrick, komm du wieder herein, übernimmt da das Mikrofon. Der Thomas kommt dann anschließend wieder zu uns. Dann hören wir auch, wenn er redet. Genau. Patrick Hagener. Ja, wenn man in die Gesichter schaut, sieht man schon, die beißen voll. Also das hätte ich fast gar nicht erwartet bei der Challenge heute. Aber die geben es voll und ich vermute, das war der Zielsprint und die fahren da nicht Hand in Hand rein. Eigentlich ist genau gleich wie im letzten Jahr, da ist nämlich Notecker und Rabic miteinander so hereingefahren und am Ende hat dann der Matthias Notecker die Nase vorne gehabt und der Markus Ehrensberger wird jetzt dann gleich unten sein und die Interviews für uns liefern in Kürze. Und da war die Zeit, was man zieht, also das ist 4 Stunden 15 und letztes Jahr sind wir um die 4 Stunden gefahren, also das ist super. Es ist unglaublich, vor allem wenn man denkt, dass die ja stehen geblieben sind. Auch mit Interviews. Ja. Ganz großartig. Ja. Müssen die jetzt erst den Pfosten runtergeben? Dann haben wir da nämlich jetzt, glaube ich, dann... Ja, ich hoffe, dass da... Passt kein Bild mehr. Ja. Vielleicht kann man dann schon die Kamera im Ziel, also der Marvin sollte mit der Kamera parat sein, weil sonst haben wir hier, glaube ich, dann kein Bild mehr. Also wenn sie hereinfahren... Weil, glaube ich, der Pfosten unten zu ist, weil wir ja heute kein offizielles Rennen haben. Ja, richtig. Da müssen wir hoffen, dass die den Pfosten auch sehen, den Poller sozusagen. Aber ja. Gut, da passen sie jetzt eher ein bisschen auf, das ist in Ordnung. Sicherheit geht vor, ja. Ja, außerdem ist der Poller unten, da hat jemand mitgedacht, das freut mich. Ja, das ist gut. Aber jetzt wird es halt zum Zielsprint kommen, glaube ich. Jetzt kommen sie zu uns herauf. Es ist nicht mehr lang. Ja, da sind sie mal. Man hört momentan. Ja, genau. Schau, da haben wir schon schön eine Kamera vorbereitet. Ja, bitte. Ja. Aber super Zeit. Also, wir haben es gerade gehört, mit einer Spitzenzeit hereingekommen. Wenn wir die 4 Stunden 20 oder was es waren, wenn wir das hernehmen und sind ja miteinander eigentlich losgefahren, das wollte man auch, Martin, hat es ja haben wir gesagt. Also, dass sie schön in der Gruppe dann kommen. Ja, aber schlussendlich siegt das Herz eines Rennfahrers und irgendwie muss man halt doch ein bisschen Gas geben. Aber sie haben sich dann entschlossen, fast gemeinsam da durchs Ziel zu fahren. Es gibt kein Rennen, es hat keine Zeit gegeben, es hat nur ein Team gegeben, das miteinander Spaß gehabt hat auf einer wunderschönen Strecke. Warte. Ja, ich glaube, wir können bereits hinunterschalten. Wir müssten bereits soweit sein. Der Markus Ehrensberger haben wir schon herumswitchern gesehen und der wird jetzt gleich mal das erste Flash-Interview dann zu uns liefern. Ja, die ersten beiden sind jetzt bei uns, sie kommen da jetzt runter. Dann schauen wir, Marvin, schauen wir ganz kurz zu den beiden. Es wird applaudiert, die nächsten sind schon am Weg. Da sehen wir dann ein Federspiel, kommt zu uns herein. Ihr zwei als erstes ins Ziel gekommen, erzähl kurz, die letzte Anstieg habt schon wieder ein bisschen Gas gegeben. Ja, raus, das Tal da von Ischgl, das ist super gerannt und dann ist er schon schön Rennfeeling aufgekommen, jeder hat seine Führung genommen und wir sind so mit 50, 60 dahin gerollt. Da sind uns die Pferde sicher ein bisschen durchgegangen und dann wollten wir es halt auch noch ein bisschen wissen. Es ist halt, es fehlt das Jahr und ja, den kann man halt ohne, sind wir wie kleine Buben, kann man nicht zurückhalten. Die kleinen Buben zu unserem Jüngsten kommen jetzt her, 19 Jahre jung. Leslie, mit so einem alten Hautegen, wenn ich das sagen darf, da mitzufahren, ist schon auch eine tolle Geschichte. Ich habe es auf jeden Fall in den Wahlen gespürt. Nee, kann man echt nur Hut ab. Brutal, was der Mann imstande ist zu leisten. Und ja, am Ende, wie er schon gesagt hat, die Rennen dieses Jahr fehlen einfach. Und irgendwie dann kam so ein bisschen das Gefühl auf, man drückt jetzt mal auf die Tube und dann ja, haben wir ein bisschen simuliert. Ja, sie sind Wettkampftypen und das hat man dann wieder gesehen. Martin, ich schaue kurz zu euch auf und dann holen wir uns dann gleich die nächsten. Tja, bei uns geht es hin und her, heißt No-Taker-Wahnsinn. Ja, ne? Mit uns zwar genau langsam die Pferde durch, weil wir schon immer wissen, wer was sagen soll. Ich finde es grandios, es ist die Stimmung gut, die Leute sind fröhlich, die kommen herein und haben einen schönen Tag erwischt. Noch dazu ohne Regen zumindest die allermeiste Zeit. Und genau das ist das, was wir wollten. Wir wollten den Radsport als einen der schönsten Sportarten überhaupt transportieren. Wir wollten erinnern, dass es den Arlberg Giro nach wie vor gibt. Heuer in der kleinen, nächstes Jahr in der großen Ausgabe. Und wir wollten die Sportler, die besten Sportler zeigen, wie die mit dieser Strecke umgehen. Und Rennfeeling ist eigentlich auch total aufgekommen. Genau. Bei mir hat es jetzt da richtig wieder jucken angefangen, weil ich da gesehen habe, dass da so einer beißen. Also ab zum Trainieren. Da nehmen schon Emotionen auf.
trainieren, aber dass halt wieder Patrick, gewohnten Wettkämpfe in Zukunft sind. Ist ja immer genial. Also ich sage jetzt, wenn ein normaler Arlberg Giro ist, diese Zuschauerkulisse, wenn man da hier reinfährt, also durch das Dorf, da ist eine unglaubliche Stimmung. Das sind super Emotionen und natürlich der Arlberg Giro ist für mich eigentlich das emotionalste Event, weil da war eigentlich mein erster großer Sieg, also quasi als Newcomer, auf einmal gewinnst du da sowas und schießt den Bock ab und das bleibt mir ewig in Erinnerung und ich glaube auch, dass da so ein Prothesenfahrer reinfährt. Absolut, also ich habe das immer so bewundert, wie jemand, ja, allein die Technik, wie du das machst, mit dieser, du bist ja festgeschnallt auf der linken Seite, oder? Ja, die Technik, die brauchst du gar nicht, das ist für Leute, wo die quasi nicht am Rad sitzen oder halt zwei gesunde Hände haben, muss man sagen, ist das schwer nachvollziehbar, aber ich habe da überhaupt kein Handicap oder Probleme. Ja. Unglaublicher Sportler Patrick Hagenaas, der hier bei uns sitzt, zweimal den Arlberg Giro gewonnen hat und einer, der irgendwann vielleicht sogar mal selber mitfahren wird, wenn er nicht mehr moderiert, der ist schon wieder unten parat. Sauer Newcomer, eine Nummer 1. Markus Ehrensberger mit dem nächsten Interview. Ja, wir sind wieder im Ziel. Daniel Federspiel und Markus Winkler sind zu uns gekommen. Der Daniel hat gerade gefragt, wer gewonnen hat. Zum Schluss sind sie ein bisschen weggefahren. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, ich gehe das jetzt ruhig an zum Schluss. Und dann sind sie weggefahren. Nein, war eine lässige Runde. Wollte es eigentlich nicht sagen, aber das ist das erste Mal, dass ich die Runde gefahren bin. Aber war richtig cool. Also werde in Zukunft sich öfters fahren und hat echt Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Markus Winkler gemeinsam mit Daniel Federspiel ins Ziel gekommen. Markus, coole Geschichte. Da, mit so vielen, ja, fast schon Stars, wie so, also Matthias Nodecker, Thomas Reuke mit dabei gewesen, mit denen so eine Ausfahrt machen kann. Und auch wenn es kein Rennen ist, ein bisschen das Feeling ist dann schon aufgekommen, oder? Auf alle Fälle. Ganz lässige Aktion, wenn man mit diesen Größen miteinander fahren kann, dann sieht man es immer noch vorne und nach dem Ziel. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber du warst nicht weit dahinter. Sie haben waren gnädig mit mir. Aber zufrieden mit der Leistung? Auf alle Fälle, ja. Ja, also ganz, ganz tolle Bilder, die wir hier hereingeliefert bekommen. Und ja, wir warten auf die nächsten und in der Zwischenzeit gehen wir wieder hinauf ins Studio. Mittlerweile auch Hans-Jörg Landstätter von Tozzi bei uns eingetroffen. Er begleitet ja immer uns bei den Radveranstaltungen. Martin, wenn man die Freude bei den Typen allen da hört, denen hat es wirklich auf dieser Runde getaugt. Das bedeutet, dass dieses Wochenende, das wir da so organisiert haben, weil es ist ja doch ein bisschen Organisationsarbeit dahinter, dass das nicht umsonst war. Das ist das, was die Belohnung ist für uns, auch die Organisation durchzuführen, das Lächeln in den Gesichtern dieser Sportler. Dann wissen wir, da haben wir nicht allzu viel falsch gemacht und wir haben den Radsport sozusagen wieder ein bisschen auf eine Stufe hinaufgehoben, dort wo er hingehört. Vielleicht können wir dann noch einmal zu diesen Dressen auch hinfahren. Das möchte man vielleicht dann doch noch einmal zeigen. Da haben wir die verschiedensten Dressen der vergangenen Jahre. Es hat ja immer die Symbole, quasi das Feuer haben wir, das Wasser haben wir und so weiter. Was hat das auf sich? Wir haben uns 5 Elemente vorgenommen, und zwar Feuer, Erde, Wasser, Luft. Und das 5. Element wäre eben heuer gewesen, das Element der Sportler selbst. Und da sieht man die verschiedenen Dressen aus den letzten 4 Jahren. Das 5. Feldjahr, das werden wir nächstes Jahr machen. Und die weißen sind jeweils die Dressen des Gewinners. Ich muss Sie kurz unterbrechen, bevor er wieder abhaut. Philipp Götsch, der Sieger des ersten Rennens, schaut jetzt zu. 2011 hat er gewonnen, ja? Ja, Philipp, danke, dass du da bei uns dabei bist. Es hat uns damals geehrt, dass du der erste Sieger dieses Giro warst. Bist jederzeit herzlich willkommen. Großartige Leistung. Und da haben wir den Nächsten, der bei uns hereinkommt. Und das ist auch ein Olympionike, Andy Goll. Zweifacher, oder? Zweifacher Olympionike. Ja, hat er teilgenommen. Markus Ehrensberger wird ihn in Kürze dann hier bei uns interviewen. Ist, glaube ich, schon parat. Der steht, nein, nicht ganz. Jawohl, dann schalten wir gleich zu ihm wieder hinunter, würde ich sagen. Markus Ehrensberger. Ja, der Nächste ist bei uns im Ziel eingetroffen, Andy Goll. Normalerweise Freeski hier in der Halfpipe unterwegs, aber ich würde sagen, gute Leistung. Jawohl, die Strenge ist gut gegangen und dann hat die Ausdauer nachgelassen. Aber für den Winter brauche ich nicht so viel. Da merkt man doch, die Radfahrer, die sind wir dann davon. Da habe ich keine Chance mehr gehabt. Aber war eine super Runde, wie jedes Jahr wirklich ein lässiges Event. Und hoffentlich sind nächstes Jahr wieder mehr Leute dabei. Ja, das hoffen wir alle. Ja, trotzdem, eine gute Vorbereitung ist es. Eine super Sonntagsrunde mit diesen Größen gewesen. Ich glaube, ja, du hast eine super Figur gemacht. Ja, ich bin zufrieden.
ein Mann der wenigen Worte. Der ist ja, er ist super Runde gefahren. Und ja, dann schauen wir wieder ins Studio rauf. Das gleicht sich gut aus. Ein Mann der wenigen Worte und ein Mann der vielen Worte. Das gibt ein schönes Interview. Es wird in der Zeit genau richtig. Der Markus redet gern, der Andi redet nicht so gern. Andi zeigt seine Leistungen, was er kann. Aber wenn der Andi was sagt, dann hat es auch Hand und Fuß. Dann passt es schon zusammen. Viele sind auf der Strecke, die einfach so heute mitgefahren sind, die einfach gesagt haben, wir fahren die Runde. Patrick, nochmal vielleicht zu der Zeit, also unter 4,5 Stunden sind Sie jetzt hier hereingekommen. Für ein Training fast zu schnell. Für Training ist das zu schnell, weil man muss ja berücksichtigen, dass eigentlich bis zur Auffahrt, sage ich, zur Silvretta-Affe, werde nicht weiß Gott, so wie ein Gas geben wollen und jetzt dann trotzdem die Zeit da hineinbringen. Also die haben schon Gas gegeben, oder? Aber das auch gesehen und tritt da herein nachher ins Stanzertal, heißt es, oder? Stanzertal, ja. Ja, also da ist dann schon gescheit Gas gegeben worden. Ja, wir nützen die Zeit noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 11.40 Uhr ist es, bis 12 Uhr sind wir hier auf Sendung. Martin, was steht jetzt bei euch noch an im Sommer oder wie verläuft jetzt hier die Saison bei euch? Ja, die Saison verläuft sehr gut. Wir bieten heuer wirklich die Berge sozusagen als Rückzugsort an, die Berge mit viel Platz. Lasst euch Zeit, geht's hinauf in die Berge. Wir haben bewusst alle Veranstaltungen abgesagt, eben auch aus Sicherheitsgründen. Es wird das Filmfest leider nicht geben, auch das gibt's im nächsten Jahr. Wir hätten wieder einen Weltrekord aufgestellt im Line Dance, aber auch das geht nicht. Man kann nicht mehr als 1000 Leute in eine Halle packen. Deswegen möchten wir einfach unsere Region zeigen, so wie sie sich im Sommer präsentiert, mit Bergen, mit gutem Wetter, mit Wasser, reiner Luft und auch Ruhe. Und das kann der Gast bei uns genießen. Neben dem Straßenrad, wo wir jetzt unterwegs waren, Mountainbike, spezielles Thema auch bei euch. Mountainbike, spezielles Thema und noch das speziellere Thema E-Bike. Denn in den letzten Jahren hat dieser Boom dafür gesorgt, dass bei uns die Menschen die hohen Berge, die halt bei uns rundherum stehen, einfach unangestrengt und mit großem Genuss erleben können und erfahren können. Und dafür ist das E-Bike, das bei uns noch dazu mit Ökostrom aufgeladen wird, sicher die beste Möglichkeit. Besser geht's nicht. Dann würde ich sagen, schauen wir uns ein paar Bilder an vom Mountainbiken hier in der Region. Auch da haben wir einen Clip vorbereitet, bevor wir dann weitere Interviews liefern können. Also traumhafte Mountainbike-Touren in St. Anton am Auerberg. Uhr 42, herzlich willkommen aus St. Anton am Arlberg. Wir sind nach wie vor hier in unserem Live-Studio beim Hotel Post wie jedes Jahr. Weil das heißt, der Arlberg Giro in diesem Jahr etwas anders als Challenge ausgetragen. Patrick Hagenaus, der zweifache Sieger bei uns im Studio. Natürlich Martin Ebster, da wird immer geklatscht dann. Es kommen schön reihenweise zu uns rein. Ja, wir haben noch einige Granaten. Jetzt ist gerade hereingekommen unser Eventmanager. Genau. Also der hat die Strecke jetzt auch abgefahren und auf dem Rad. Nächstes Jahr wird er wieder dafür verantwortlich sein, dass der ganze Giro funktioniert. Und die Anna Bachmann ist auch hereingekommen. Genau. Der Marco Jordan und die Anna Bachmann werden nämlich ab übernächster Woche beim Race Around Austria teilnehmen. Der Marco zum ersten Mal und die Anna ist ja regierende österreichische Meisterin. Die hat dieses Rennen schon gewonnen. Und auch sie ist eine, wo man sagt, also der sieht man die Kondition, die Kraft richtig an und die Freude, da hinaufzutreten. Und sie ist ja eine, die nicht nur im Race Across
Austria, sondern auch im Ultracycling schon österreichische Meisterin war. Und genau. Ganz großartig auf dem Rad unterwegs, zusammen mit dem Marco jetzt im Ziel. Ja, da haben wir jetzt noch einmal Bilder, die wir eingespielt kriegen. Das war beim Anstieg auf die Bieler Höhe. Dort beim Stausee, beim Speichersee geht es dann hinein und dann nochmal ein Anstieg. Und unten ist bereits Markus Ehrensberger mit dem Interview, glaube ich, mit Anna Bachmann und Marco Jordan. Ja, schon. Ganz genau. Marco Jordan gemeinsam mit der ersten Dame, die zu uns ins Ziel gekommen ist, Anna Bachmann, jetzt im Ziel. Marco, beginnen wir mit dir. Charmante Begleitung gehabt, oder? Einmal frei. Ich habe es ja nicht gesehen, aber ich bin nicht mehr zugekommen. Du kennst ja die Runde, du bist ja beim DVB hier. Wunderschöne Geschichte. Das Wetter hat gehalten. Ich glaube, da kann man dem Organisationsteam nur gratulieren. Ja, einmal frei. Also wirklich, diese breite Aufwehe natürlich wunderschön. Oben nachher natürlich der Matthias losgestartet wie Raketen, also wäre es durchs Fürzenauental. Wetter einmal frei, muss man sagen. Gell? Kurzer Regen in Bludenz draußen, aber ansonsten perfekte Temperaturen. Also wunderschön, würde ich sagen. Wunderschön, dann wechseln wir kurz die Seite und kommen zu Anna rüber. Anna, Staatsmeisterin über die Langdistanz. Drei Damen waren am Start. Du bist die Erste, die im Ziel ist. Auch zufrieden gewesen mit der Begleitung? Absolut, das war total schön. Da in Spitznamtal runter, wenn wir ein bisschen können vorne mitfahren. Und das hat dann schon irrsinnig Spaß gemacht, was dann aber schon Richtung Pians rauf ein bisschen schwieriger geworden ist. Und dann. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die Herren wohnen gnädig, wohnen. Absolut, absolut. Also großes Kompliment, hat richtig Spaß gemacht. Ist mir zufrieden. Meine Damen und Herren, die erste Dame, Anna Bachmann, ist bei uns im Ziel, gemeinsam mit Marco Jordan vom DVB hier in St. Anton. Und ja, wir warten auf die Nächsten. In Kürze werden die Nächsten bei uns eintreffen und somit wieder rauf zu euch ins Studio. Viele sind heute schon eingetroffen. Viele, die separat ihre Runde fahren, also selber unterwegs sind. Und etliche, die uns heute begleitet haben, Martin. Genau, eine schöne Gruppe von 12 Menschen, die sich gestern getroffen haben. Natürlich kennen sie sich schon lange, die haben sich gestern getroffen und als eine sehr homogene Gruppe gleich präsentiert haben. Am Abend haben wir besprochen, wie wir das alles machen. Und da haben wir gestern Abend schon gewusst, das wird halt was, weil sie sich gut verstehen, weil es natürlich alles Top-Sportler sind. Und das hat man dann gleich beim Start gesehen. Großartige Stimmung und die hat sich auf dieser ganzen Strecke fortgesetzt. Patrick, vielleicht auch noch mal ganz kurz. Eben, wir haben schon davon gesprochen, es gibt nicht so viele Rennen in diesem Jahr, werden wahrscheinlich nicht stattfinden. Was machst du jetzt noch die nächsten Wochen, Monate? Ja, ich ziehe eigentlich mein Programm schon durch, was ich vorgehabt habe. Ein bisschen früher lasse ich es jetzt, also Mitte August. Und dann werde ich schauen, dass ich wieder in die Berge Tirols gehe. Und Trailruns vielleicht, findet das ein oder andere Event statt im Herbst. Das taugt man also, das bei Jungen, ja. Da ist ja aber Tirol auch prädestiniert, ja. Der Cat 100 quasi, hätte es ja gegeben, in Pillersetal und gewesen, ja. Genau, der wäre nächste Woche gewesen, also Trailrun ist auch ein guter Ausgleich zum Radsport. Ja, vor allem für den Kopf, für mich, weil natürlich, wenn du das ganze Jahr am Asphalt bist, im Straßenverkehr, dann brauche ich natürlich die Natur pur nachher auch wieder. Ja, schön gesagt. Hä? Natur pur, ja. Klingt super. Martin, wir können schon ein bisschen zusammenfassen, bleiben noch ein paar Minuten drauf. Für viele ist es heuer in diesem Jahr eben so, dass man keinen Arlberg Giro gemacht hat, viele sind aber gefahren. Man wollte diese Aktion machen, ist voll aufgegangen. Wir haben im letzten Monat schon gesehen, dass sich sehr viele angemeldet haben über dieses App, die Racemap, und sind diesen Arlberg Giro abgefahren, haben ihren GPS-Track hochgeladen und wir haben sozusagen also Sportlerfamilie, die im Jahr des nicht stattfindenden Giro, den Giro doch am Leben erhalten hat. Die werden danach auch schöne Preise gewinnen, das haben sie sich verdient und wir werden das auch den ganzen August noch machen, um eben dem Radsport so ein bisschen eine Bühne zu bieten. Ja, wir können uns nochmal Bilder ansehen von heute in der Früh, die wir hier einspielen. Das war um 6.20 Uhr ganz genau. 6.25 Uhr ist man losgefahren, da ist es dann gleich mal hinaufgegangen zum Arlbergpass. Ja, das sind 2 Kilometer. Bei denen man sich im Flachen einradeln kann, aber nach dem zweiten Kreisverkehr geht es dann sofort aufwärts. 6 Kilometer, im Schnitt glaube ich mit 12-13% Steigung und das ist um 20 nach 6 in der Früh doch für die Muskeln etwas, was sie normalerweise nicht gewohnt sind. Ja, das ist ein absoluter Kaltstart. Also du musst die aufwärmen ein bisschen, weil es geht wirklich steil da auf für die ersten Rampen durch die Tunnels und so. Und
Das ist aber auch das Spezielle am Giro, oder? Oder kennst du andere Radmarathons, die gleich nach dem Start mit so einer Steigung beginnen? Nein, das ist ganz speziell da in St. Anton beim Giro und das taugt mir eigentlich voll, weil ich vorher schon erwähnt habe, das ist, dass das gleich mal zerklappt wird, die große Menge, das taugt mir besser als die Hektik im großen Starterfeld. Ja. Ja, Lea Horngacher sieht uns auch zu. Das ist eine ganz tolle Radsportlerin. Und Ottmar Beer ist jetzt auch dazugekommen, unser Ottmar. Kultmoderator. Ich weiß gar nicht, wo der war die letzten Stunden. Wahrscheinlich selber am Radeln, oder? Vielleicht hat er die Runde gedreht. Da sind wir schon in der Galerie. Das kurz, ist so ziemlich der steilste Stück hinauf in die Albergstraße. Also wenn man genau in die Galerie reinfährt, hat es dann über 13%. Und das ist dann schon, vor allem wenn es in der Früh ein bisschen kühl ist noch und die Muskeln noch nicht warm sind, durchaus eine Herausforderung. Also schöne Bilder, die wir heute gesehen haben. Fast ein bisschen die Sonne herausgekommen. Um 6:30 sehen wir hier. Und da war man dann oben am Pass. Die Wiege des alpinen Skilaufs. Wir nennen uns ja ganz stolz so nicht deswegen, weil wir den Skilauf erfunden hätten, sondern weil die alpine Skitechnik immer von da ausgegangen ist, St. Anton und eben St. Christoph am Arlberg. Früher hat es Bundessportheim geheißen mit den großen Skipäpsten Kruckenhauser und Hoppichler. Und das ist sozusagen der Übergang über den Arlberg, 1800 Meter. Und dann die wunderschöne Arlbergstraße hinunter Richtung Stuben und dann durchs Klostertal. Ja, danke an unser Team, Andreas Grabherr, Matthias Erne, der Leiter und Johnny Huber, die haben uns alle schon wieder perfekt vorbereitet. Also da können wir uns das Ganze noch mal ein bisschen zu Gemüte führen. Diese Abfahrt dann Richtung Vorarlberg hinunter, da muss man voll fokussiert sein, denn der kleinste Fehler kann da fatal enden. Auf jeden Fall, da ist an jeden Selbstverantwortung also gegeben, dass er da nicht wirklich über die Grenzen hinausschießt. Mhm. Was man da vielleicht dazu bemerken muss, ist, weil du auch gesagt hast, das Team, die sitzen ja in Fahrzeugen. Nicht nur die Radfahrer müssen da voll konzentriert sein in jedem Moment, weil gerade bei Begleitfahrzeugen kann ein Fehler auch fatal sein. Und da braucht es wirklich Menschen, die wissen, wie der Pulk reagiert. Darf man irgendwo überholen, darf ich mal auf die Seite hinfahren. Auch da mal ein ganz großes Dankeschön, dass wir immer Leute finden, die da die Verantwortung auf sich nehmen. Ja, ja, ist immer sehr wichtig. Mittlerweile Tommy Roecker eingetroffen und Anna Lang, die werden wir dann in Kürze auch natürlich hören. Die Anna hat eigentlich über den Tommy begonnen Rad zu fahren. Sehr, sehr bemerkenswert. Also die fährt mittlerweile die ganzen Runden, das muss man zuerst durchziehen. Und kann sich den Titel Glocknerkönigin sozusagen. Und hat einen guten Trainer. Und hat einen guten Trainer, ja. Genau. Den sie fast schon abhängt, ab und zu. Ja, da wird er ein bisschen was dagegen haben, nehme ich an. So weit ist er nicht. Aber Thomas Roecker, der auch sehr viel macht, er ja bei der Weltmeisterschaft der Mann gewesen, der auch den so selektiven Ride durch die Hell quasi kreiert hat und den oder für eine der besten Weltmeisterschaften gesorgt hat, die es bisher gab, vor 2 Jahren in Innsbruck. Und unten sind sie bereits parat bei Markus Ehrensberger zum Interview. Ja, jetzt stehen Sie bei mir, Thomas Roecker zur Rechten und Peter Gschwenden zu meiner Linken, die beiden Unterlandler hier bei uns gewesen. Die Freundin, die Anna Lang, hat gesagt, sie geht jetzt mal kurz weg, die muss mal ausschnaufen, aber brav gewesen. Ich sag, du hast es sehr gut unterstützt, haben wir schon gesehen. Ja, total. Und wie gesagt, wenn die Unterlandler im Oberland sind, dann müssen wir echt zusammenhalten. Gell? Sind wir zusammengefahren, jetzt ist unser vierter Mann im Bunde, der Walter, da. Unser Urgestein. Nein, war super. Wir haben es auch noch rechtzeitig vor dem Ring geschafft. Alles perfekt hingekraut. Eine Gaudi haben wir gehabt, nichts passiert und das ist das Wichtigste. Perfekt. Die Unterlandler halten zusammen, so soll es sein. Ich komme ja auch aus Unterland. Tolle Geschichte gewesen, oder? Voll eine lässige Sache gewesen. Also war wirklich sensationell. Und was jetzt halt noch richtig lässig und schön gewesen ist, der Tommy hat uns jetzt da nur die letzten Kilometer reingezogen, aufgezogen. Da merkt man einfach 4 Klassen besser. Dann schauen wir noch ganz kurz zu unserem Youngster. Walter auch aus dem Tirol-Unterland. Wie war es für dich? Erzähl kurz. Ja, ganz toll. Schönes Wetter, gutes Wetter. Haben wir kurz ein bisschen Regen und dann eigentlich ideale Bedingungen. Berg hätte umgefahren sein. Aber kann man schon sagen, wenn man mit solchen Größen da mitfahren darf, mit Tommy Roecker und so. Das ist eine Ehre, das ist eine ganz große Ehre für mich. Das hat man nicht alle Tage, so die Gelegenheit mit der Kapazunder da mitzufahren. War ganz toll. Super mitgehalten, unser Youngster. Und ja, wir warten auf die Nächsten und dann schauen wir, wer als Nächster zu uns ins Ziel kommt. Wieder rauf zu euch.
Aber der Peter Gschwendner darf sich auf die Fahnen heften, Albert Passkönig. Ist das geworden. Hat man gesehen. Er hat heute den Matthias Nodegger abgehängt, wobei der Matthias, glaube ich, da ein bisschen mitgespielt hat. Mit ihm hinaufgesprintet. Ja, genau. Und das ist eigentlich heute nicht gegangen, sondern gemeinsam fahren, gemeinsam den Alberg Giro repräsentieren auch und zelebrieren, wenn auch gar nicht stattfindet offiziell. Genau so ist. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Tommy. Der Tommy Rohrecker ist ja im Land Tirol einer, der jetzt wirklich den Radsport extrem unterstützt, ist auch sozusagen in der Tiroler Sportstrategie auch mit drin. Hat mir gestern am Abend erzählt, er fährt aber sehr viel natürlich auf dem Rad, hat vor kurzem den Großglockner noch einmal zusammen mit dem Felix Gottwald bezwungen und ich glaube, da haben sie sich auch gematcht darauf. Ja, da sind sie ordentlich hinauf, habe ich Bilder auch gesehen. Patrick, schade übrigens, wenn wir gerade bei den Radmarathons sind, Kufsteinland Radmarathon hat auch absagen müssen, jetzt einfach aufgrund der Sicherheit und dass hier kein Risiko eingegangen wird, da ist ja ein völliger Unterschied. Also wenn man unten jetzt Kufsteiner Land hernimmt, da sind nicht so hohe Berge, aber der Reiz in Tirol eben bei den Radmarathons, Schönheit haben sie alle. Ja, ist total geboomt in den letzten Jahren, die ganzen Marathons, vor allem bei uns in der Gegend. Ja. Beim Kufsteiner können wir uns auch ein bisschen vergleichen mit ihnen, da geht es auch gleich einmal bergauf. Das ist stimmt. Das Einzige, was auch ein bisschen in die Richtung geht, aber ist leider halt auch abgesagt. Ja, da kann man halt nichts machen. Das ist einfach so, muss man akzeptieren. Ja, die Veranstalter haben da natürlich normalerweise die Sicherheit der Rennfahrer im Kopf, heuer die Sicherheit aller Teilnehmer. Einfach mit Abstandsregeln geht es nicht, wenn man 1500 Leute da in der engen Fußgängerzone hat. Das muss man akzeptieren. Die Veranstalter akzeptieren es nicht gern, weil natürlich hätten wir alle unsere Veranstaltungen gerne durchgeführt. Aber es gibt halt einfach Situationen, wo man mal nachsagen muss. Ja, mittlerweile 11:55 Uhr ist es. Also 3 Minuten sind wir noch hier bei uns auf Sendung. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen zusammenfassen. Vielleicht haben wir noch mal ein paar Bilder, wo wir hier einblenden können. In erster Linie hat man es gemacht, einfach für die vielen Teilnehmer auch, dass sie so ein bisschen das Feeling und auch die Freude haben. Und zum Zweiten auch ein Dankeschön, was wir heute schon oft gesagt haben, an die vielen Helfer, die jedes Jahr mit dabei sind. Ja, der Alberg Giro lebt. Das ist mit Rufezeichen einfach eine Message an alle Teilnehmer, die bis jetzt immer bei uns waren, eine Message an alle Teilnehmer, die vielleicht im nächsten Jahr bei uns dabei sind. Nächstes Jahr, wenn uns das erlaubt wird, werden wir natürlich das große 10-jährige Jubiläum feiern. Alberg Giro ist jung, er ist 10 Jahre alt, aber trotzdem jung. Ein grandioses Rennen in einer wunderbaren Gegend mit einer schönen Strecke. Und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr. Vor allem deswegen, weil wir so viele Menschen und so viele Institutionen haben, die uns dabei unterstützen, diese Veranstaltung durchzuführen. Beide Landesregierungen, also die Verkehrsabteilungen der Landesregierung, beide Bezirkshauptmannschaften in Landeck und in Bludenz. Natürlich die Polizei an erster Stelle, die uns extrem unterstützt. Das Rote Kreuz, das immer da ist. Wir haben auch viele kleine Verbände, Fußballverbände, die uns bei den Labestationen unterstützen. Auch hier einmal ein ganz großes Dankeschön. FC Pianz. FC Pianz zum Beispiel, ja, nicht Pianz. Pianz. Champions League. Ganz großartige Fußballer und großartige Unterstützer für uns bei den Labestationen, aber auch in Gortipol drin. Die Menschen, die da die Labestation machen, die sind so fanatisch. Das ist richtig grandios und auch oben auf der Bieler Höhe. Und dann möchte ich einmal, wenn ich schon die Gelegenheit habe, unserem Team des Tourismusverbandes, weil die sind wahnsinnig viel im Hintergrund, die sieht man nicht. Aber es ist viel, viel Arbeit und unserem Eventteam mit der Sandra, mit der Franziska, mit dem Marco natürlich, der Peter allen voran als Organisationsleiter, aber auch die ganzen Mitarbeiter des Tourismusverbandes, die sich da um 3 Uhr in der Früh Markus Steinmüller mit seinem Team da in die Fußgängerzone herstellen, um die Startphase vorzubereiten. Das geht alles nur mit viel Emotion, mit viel Enthusiasmus und dafür, kurz bevor wir diese Sendung verlassen, ein herzliches Dankeschön, unter anderem an dich, mein Freund. Ja, schöne Worte, was er da bringt. Super Worte, und ich muss auch einen Dank aussprechen. Also es ist super, was den Kessler aufgebaut habt, rund um den Alberg Giro, und das ist ein gelungener, großer Event von ihr. Danke. Wir sind eine große Gemeinschaft und damit haben wir hier die letzte Siegerin herinnen, Gitte Köksch, Medaillengewinnerin unter anderem
bei den Olympischen Spielen 1998 in Nagano, Japan. Bei Weltmeisterschaften. Ungefähr 50 Kilometer von unserem Partnerort Nozawa Onsen entfernt. Ja, während wir hier den Peter Gschwendtner im Smalltalk mit Matthias Notecker sehen, haben wir jetzt Markus Ehrensberger gleich schon im Flash-Interview mit Gitti Köck. Ja, Gitti Köck ist zu uns reingekommen und die Anna Lang, die vor ein paar Minuten schon da. Die Gitti, lass mal noch ein bisschen ausschnaufen. Anna, erzähl mal du ganz kurz. Tolle Runde gewesen mit so vielen Größen des Sports, eine super Geschichte. Ja, war eine lässige Runde, hat Spaß gemacht. Die Herren haben ganz nett das Tempo vorgelegt, da haben wir uns ein bisschen zurückfallen lassen, aber war trotzdem eine coole Runde. Gitti, wie waren die Herren? Ja, also damit habe ich gerechnet, dass ich das Race-Tempo nicht mithalten kann, aber ist logisch, das sind ja alles Profis und ich bin Hobbyradlerin. Aber trotzdem, cooles Erlebnis, hat Spaß gemacht. Ganz tolle Geschichte gewesen, alle 12 sind wieder bei uns im Ziel. Wie gesagt, also ganz, ganz tolle Sache, die da auf die Beine gestellt wurde. Und ja, nochmal zu euch zurück und alle sind gut bei uns angekommen. Das ist das Allerwichtigste. Patrick, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, danke auch für die Einladung. Du bist schon wieder angemeldet für nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird es nicht mehr so locker, dann wieder reinstrampeln. Nächstes Jahr gehen wir wieder gescheit Gas, ja, sehr klar. Ja, danke unserem Kollegen Thomas Kofler, unser ständiger Begleiter im Rahmen der vielen Auflagen beim Arlberg Giro. Danke dem Peter Mall natürlich, unser Partner Mosia. Herr Martin, Schlusswort wie jedes Jahr, du. Ja, wir sagen immer, der echte Sport am Berg, das ist St. Anton am Arlberg. Wir haben heute wieder bewiesen, dass das funktioniert, auch mit wenigen Teilnehmern. Nächstes Jahr hoffen wir, dass wir wieder viele sind, wir alle gemeinsam da in St. Anton draußen auf der Runde. Wir bedanken uns bei allen, die dabei waren. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Bleibt am Rad, damit wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Der vegane Vitaldrink. Prickelnd frisch den ganzen Tag.